wunderschönen guten Abend zu unserer Serie Bible Study. Und wir haben heute den ersten Timotheusbrief vor uns. Das ist einer von drei Briefen, die der Apostel Paulus an seine Mitarbeiter geschrieben hat. Und wir haben hier eine Dienstanleitung für Timotheus. Wir beginnen etwas mit den Einleitungsfragen, weil die helfen, den Brief in seinem Kontext und seinen Besonderheiten auch besser zu verstehen. Wir werden kurz anschauen, was zum Autor zu sagen ist, wer der Empfänger ist, Abfassungszeit und Abfassungsort. Und auch immer interessant, was war eigentlich der Anlass, dass dieser Brief geschrieben wurde? Und was ist der Zweck dieses Briefes? Was wollte Paulus damit erreichen, dass er diesen Brief schreibt? Dann als sechstes die Charakteristika dieses Briefes. Er ist ja ein Mitarbeiterbrief und daher einfach vom Charakter auch sehr anders als die Gemeindebriefe des Paulus. Und dann werden wir eine Grobgliederung sehen, bevor wir dann in den Inhalt richtig einsteigen und die sechs Kapitel so durchgehen. Der Autor, Paulus, ist der Verfasser. Das war traditionell immer klar und allgemein anerkannt, bis dann die Kritik aufkam, Bibelkritik aufkam und die Verfasserschaft ablehnte. Werden wir gleich noch was dazu sehen. Aber die Argumente für Paulus als Verfasser dieses Briefes sind extrem stark. Wir haben ein klares, eindeutiges Selbstzeugnis des Briefes, das sich an mehreren Stellen zeigt. Der Briefeingang lautet schon so: Paulus, Apostel Jesu Christi. Also er nennt sich als Verfasser hier selbst. Und dann haben wir sehr viele Selbstbeschreibungen des Paulus. Wir haben im Gegensatz zu den meisten Gemeindebriefen haben wir hier sehr viel Selbstoffenbarung, wo Paulus über sich und seine Beziehung zu Timotheus und über seine persönlichen Dinge auch schreibt und sehr viel die Personalpronomen ich oder mir, meiner, mich hier vorkommt und da sehr viel Information über Paulus gegeben wird. Und diese Selbstbeschreibung des Paulus sind natürlich ein klares Indiz, dass er hier der Verfasser ist. Auch diese enge Beziehung zu Timotheus, die in diesem Brief sehr deutlich wird, spricht Bände, weil Timotheus war ja tatsächlich einer der engsten Mitarbeiter des Paulus und das wird hier durch den Inhalt des Briefes einfach voll bestätigt. Auch die Sprache ist so, dass sie nicht auffällig ist eigentlich zu den anderen Paulusbriefen. Man sieht viele Stichworte, die auch wie hier wieder auftauchen, die man auch in anderen Briefen findet, bestimmte Formulierungen. Also es ist nicht so, dass die Sprache von vornherein gegen Paulus spräche. Auch die Theologie entspricht dem, was wir sonst bei Paulus finden. Auch wenn bestimmte Themen in anderen Briefen hier nicht so vorkommen, hat natürlich auch einfach mit der Zielgruppe zu tun, dass er hier an seinen Mitarbeiter schreibt, wo er nicht alles wiederholen muss. Der ist ja über seine Lehre sehr gut informiert. Wir haben eine enge Verbindung zum zweiten Timotheusbrief, die ist enger als zu jedem anderen Paulusbrief. Hat nämlich damit zu tun, dass auch dieser Brief, der zweite Timotheusbrief, an Timotheus geschrieben ist und auch so ein Hirtenbrief, ein Pastoralbrief ist. Und von daher allein ergeben sich schon viele Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten und auch sind sie zeitlich nicht so sehr weit auseinander wohl. Und man merkt es, wenn man die mehrmals durchliest, diese Briefe, dass dann sehr viele Berührungspunkte existieren zwischen ersten und zweiten Timotheusbrief. Wenn man also den Paulus als Verfasser des ersten Timotheusbriefes ablehnt, hat das automatisch zur Folge, dass er dann auch nicht der Verfasser des zweiten Timotheusbriefs sein kann. Ein weiteres Argument für Paulus als Verfasser ist, dass man deutlich nachweisen kann, dass die sogenannte Pseudepigraphie, dass man also unter dem Namen einer berühmten Persönlichkeit schreibt, es praktisch fingiert, dass diese Art zu schreiben, schriftstellerische Tätigkeit in der Urgemeinde nicht anerkannt war, sondern im Gegenteil abgelehnt wurde. Und wenn die Urgemeinde damals gemeint hätte, der erste Timotheusbrief wäre nicht vom Apostel Paulus, obwohl er sich als solcher zu erkennen gibt, dann hätte die Urgemeinde diesen Brief nie und nimmer in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen, weil es dann als Betrug angesehen worden wäre. Also von daher ist das sehr, sehr problematisch, wenn man hier Paulus als Verfasser ablehnt.
Ein weiteres Argument für Paulus als Verfasser ist das altkirchliche Zeugnis, dass die Christen, die zeitlich nah dran waren an der Abfassung dieses Briefes, nichts anderes sagen, als dass Paulus diesen Brief geschrieben hat. Also die Argumentation für Paulus ist sehr, sehr stark. Man kann sich fast wundern, dass die Kritik so verbreitet ist daran. Aber es gibt auch einige Gründe, auch wenn sie meines Erachtens überhaupt nicht wirklich durchschlagend sind. In der historisch-kritischen Forschung ist es seit langem allgemein anerkannt und Konsens, dass die Pastoralbriefe nicht von Paulus sind. Und es gibt folgende Ansätze der Argumentation, wie man da argumentiert. Und ich werde die jetzt kurz nennen und auch kurz was dazu sagen, dass man das gar nicht so sehen muss. Es wird darauf hingewiesen, dass die Beschreibungen, die wir aus den Pastoralbriefen entnehmen, dass die unvereinbar sind mit der Schilderung der Missionsreisen des Apostels Paulus. Und deswegen wird gesagt, das kann nicht von Paulus sein, weil es passt einfach nicht in das Gefüge der Apostelgeschichte. Man kann das zeitlich da nicht unterbringen. Passt einfach von den Orten nicht, von den Personen nicht, von verschiedenen geografischen Hinweisen passt das nicht überein mit dem, was wir aus den Missionsreisen des Paulus in der Apostelgeschichte kennen. Das stimmt grundsätzlich. Bloß die Frage ist, welche Schlussfolgerung zieht man daraus? Eine einfache Lösung ist, dass die Geschehnisse in den Pastoralbriefen sich zeitlich nach Apostelgeschichte 28 abspielen. Wir kommen da noch rauf bei der Abfassungszeit. Und das ist eine sehr gute Möglichkeit und sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das so ist. Dass es also praktisch zeitlich eine völlig andere Zeit ist, als das, was in der Apostelgeschichte geschildert wird. Und von daher natürlich keine Übereinstimmung zu sehen ist. Es gibt auch Versuche, die Ereignisse in den Pastoralbriefen während einer Rundreise des Apostels Paulus während der dritten Missionsreise unterzubringen. Auch das gibt es. Also man kann schon das vereinbaren, aber die wahrscheinlichste Antwort ist, dass einfach die Apostelgeschichte abbricht, bevor die Ereignisse der Pastoralbriefe beginnen. Man sagt, es wäre eine fortgeschrittene Gemeindeorganisation in diesen Briefen erkennbar, die eigentlich erst so ins zweite Jahrhundert zeigt und von daher nicht von Paulus sein kann. Aber hier muss man sagen, auch das ist sehr subjektiv, so ein Argument. Wer kann heute wirklich sagen, was 30 Jahre nach Gründung der Urgemeinde an Gemeindeorganisation wirklich existiert hat? Und offensichtlich hat Paulus überall Älteste und Diakone eingesetzt. Von daher ist völlig verständlich, dass er auch Kriterien auflistet, wonach diese Ämterbesetzungen zu tätigen sind und welche Eigenschaften, Qualitäten dann Älteste und Diakone haben müssen. Ein weiteres Argument gegen Paulus ist, dass man sagt, seitens historisch-kritischer Theologen, dass hier in diesem Brief die Irrlehre der Gnosis bekämpft würde, wie sie im zweiten Jahrhundert nach Christus vorliegt. Aber heute weiß man, dass es bereits Vorläufe der Gnosis im ersten Jahrhundert nach Christus gab und von daher ist das Argument überhaupt nicht mehr so zwingend. Linguistische Argumente sind für manche dann die wichtigsten Argumente gegen Paulus. Man stellt fest, dass es eine bestimmte Anzahl von Worten gibt, die sonst nirgends in den Paulusbriefen vorkommen. Ja, manche davon sogar nirgends überhaupt im Neuen Testament und daher vielleicht auch auf eine spätere Zeit hinweisen würden. Aber diese Argumente sind sehr problematisch und sehr mit Vorsicht zu genießen. Zum Ersten ist der Umfang des Schreibens relativ kurz, sodass also Vergleiche nach statistischen Methoden mit großer Vorsicht zu genießen sind. Und zum anderen wissen wir ja gar nicht, welchen Wortschatz Paulus wirklich hatte. Außerdem lernt man immer wieder dazu im Laufe seines Lebens, benutzt neue Worte. Dann ist eine andere Zielgruppe da, er spricht jetzt mit Mitarbeitern, auch da, das kann ein Grund sein, andere Vokabeln zu benutzen und so weiter. Also das ist auch in keinster Weise zwingend. Auch der unpaulinische Stil, der angeblich da sei, ist so nicht stichhaltig, denn wiederum das Schreiben ist viel zu kurz, um da wirklich signifikante Aussagen über den Stil des Verfassers zu machen. Und
auch jeder Autor hat natürlich eine riesige Bandbreite, wie er schreiben kann. Und es hängt immer sehr von den Umständen ab, auch von der Stimmungslage. Es hängt auch ab natürlich von dem Thema, was man behandelt. Da wird man auch manches anders besprechen, als wenn es seelsorgerlich ist, als wenn es rein lehrmäßig ist und so weiter. Das sind viele, viele Faktoren, die beim Stil eine Rolle spielen. Und deswegen zu behaupten, diese Besonderheiten, die wir in Pastoralbriefen finden, wäre zwingend ein Hinweis, dass es nicht Paulus geschrieben haben kann, das ist völlig übertrieben. Dass es überhaupt geht, diesen Pastoralbrief hier, obwohl er sich als Paulusbrief zu erkennen gibt, als Pseudepigraphie anzusehen und trotzdem als wertvolles Schreiben des Neuen Testaments anzusehen, hängt einfach damit zusammen, dass seitens der historisch-kritischen Theologie eine ganz andere Sichtweise auf die Pseudepigraphie vorherrscht, als es bei bibeltreuen Auslegern der Fall ist. In der historisch-kritischen Theologie geht man davon aus, dass es weithin akzeptiert war, dass man das als literarisches Stilmittel verwendet. Und das ist im krassen Gegensatz zu dem, was bibeltreue Theologen annehmen, die ganz stark davon ausgehen, dass es in der Urgemeinde völlig verwerflich war und als Betrug angesehen wurde. Und das kann man auch sehr gut begründen, dass es so war. Aber seit historisch-kritischer Theologen wird also die Pseudepigraphie als ziemlich problemlos angesehen, dass es gar kein großes Problem macht, ob das jetzt Paulus geschrieben hat oder jemand im Namen des Paulus, obwohl das ja nicht Paulus ist, und so tut, als hätte es Paulus geschrieben. Das macht für sie keinen großen Unterschied, weil das so angeblich allgemein akzeptierte Sache war. Es gab aber auch griechische Autoren, die Pseudepigraphie als Betrug entlarvten. Manche haben auch gehen auch davon aus, dass echte Paulusfragmente verwendet werden, was dann dieses paulinische Gepräge zeigt. Aber solche Lösungsversuche sind dann nicht sonderlich geeignet, weil sie mehr Fragen aufwerfen, als sie Fragen beantworten. Also es gibt keine wirklich zwingenden Gründe, an Paulus als Verfasser zu zweifeln. Im Gegenteil, es gibt sehr, sehr viele gute Argumente, wie wir auch noch sehen werden. Der Brief ist so durchdrungen mit Selbstaussagen des Paulus. Wenn das alles fingiert ist, dann ist der Wert dieses Schreibens also extrem herabgesetzt. Empfänger ist Timotheus, das wird deutlich schon im Briefeingang, an seinen Mitarbeiter Timotheus. Es wird auch deutlich, dass immer wieder in diesem Brief Timotheus namentlich angeredet wird, zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 2, du lieber Timotheus, auch später nochmal kommt das immer wieder mal vor, in Kapitel 1, Vers 18 auch, dass ich dir anvertraute, Timotheus, also dass er namentlich angeredet wird. Und auch das Profil, das von diesem Timotheus gezeichnet wird, entspricht genau dem, was man von anderen Stellen des Neuen Testaments erwarten würde, eben diese enge Mitarbeiterbeziehung zu Paulus. Und von daher passt es völlig, dass Timotheus der Empfänger ist. Natürlich gilt das nur, wenn der Brief echt ist. Wenn der Brief fingiert ist, zu einer ganz späteren Zeit geschrieben und nur so getan wird, als ob Paulus das geschrieben hätte, dann ist natürlich klar, dass auch der Timotheus als Empfänger dieses Briefes praktisch ein Trick des Verfassers ist, um Authentizität vorzuspiegeln. Ja. Die Abfassungszeit ist sehr umstritten. Selbst wenn man glaubt, dass es der Apostel Paulus ist, ist es nicht wirklich klar, wo es zeitlich genau hingehört. Die Hauptposition im bibeltreuen Lager ist, dass die Pastoralbriefe und auch der erste Timotheusbrief nach der sogenannten ersten römischen Haft erfolgte, geschrieben wurde. Und Paulus war etwa von 60 bis 62 nach Christus in Rom in diesem Hausarrest. Und dann gab es einen Prozess und die Apostelgeschichte berichtet nicht, wie dieser Prozess ausging. Und man vermutet dann, dass Paulus freigelassen wurde und dann nochmal in die alten Missionsgebiete zurückkehrte und dort Missionsarbeit leistete. Möglicherweise war er auch in Spanien. Das, was er plante, eigentlich über Rom nach Spanien zu gehen.
Und das wird auch ein bisschen bestätigt von Kirchenvätern, die von einer Haftentlassung sprechen und dass er dann erst später unter dem Kaiser Nero hingerichtet wurde. Also das hat manche Gründe und gute Gründe, und das erklärt natürlich ganz klar, warum die geografischen und zeitlichen Informationen, die wir in den Pastoralbriefen finden, warum die nicht mit Daten in der Apostelgeschichte in Übereinstimmung gebracht werden können. Ganz einfach, weil die Apostelgeschichte praktisch in dieser ersten römischen Haft aufhört und die Pastoralbriefe dann erst nach dieser ersten römischen Haft geschrieben worden sind. Man findet aber auch die Meinung, selten, aber man findet auch die Meinung, dass er das im Gefängnis in Caesarea geschrieben hätte, als er noch hoffte, bald freigelassen zu werden, wieder zurückzukehren in die Missionsgebiete, nach Ephesus vor allem, wo Timotheus sitzt. Es gibt auch eine Rundbriefhypothese, dass es doch während der dritten Missionsreise erfolgt ist, was wir da im Titusbrief und auch im ersten Timotheusbrief lesen. Also während einer Rundreise im Rahmen der dritten Missionsreise, dann wäre der erste Timotheusbrief und auch der Titusbrief irgendwo 56, 57 nach Christus verfasst worden. Aber wie gesagt, die wahrscheinlichste Annahme ist hier, dass es nach der römischen Haft zu einer Freilassung kam und er zurückging in die alten Missionsgebiete und dort weiter missionierte und dann diese Ereignisse der Pastoralbriefe dort dann stattfinden. Diejenigen, die sagen, Paulus ist nicht der Verfasser, sondern das Ganze ist sowieso ein Schreiben aus späterer Zeit, verlegen es meist an den Anfang des zweiten Jahrhunderts, etwa 110 nach Christus, also lange nach dem Tod des Paulus. Und da war auch wahrscheinlich der Timotheus schon gestorben um diese Zeit. Der Abfassungsort ist am wahrscheinlichsten Mazedonien, denn es heißt in Kapitel 1, Vers 3, als ich nach Mazedonien abreiste, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben. Und er schreibt dann auch diesen Brief, um ihn zu informieren, falls seine Rückkehr sich verzögern würde. Und so hat man die Vorstellung, dass eben Timotheus in Ephesus zurückgeblieben ist, während Paulus nach Mazedonien weitergezogen ist und irgendwo auf dieser Rundreise in Mazedonien dann diesen Brief schreibt. Falls er wirklich aber aus der Haft geschrieben ist und dann an Caesarea zu denken ist, wo er noch hoffte, dann freizukommen, um wieder zurückzukehren, dann wäre natürlich Caesarea der Ort. Aber es ist eher eine sehr Sondermeinung hier, den ersten Timotheusbrief als Gefangenschaftsbrief in Caesarea zu interpretieren. Aber es gibt diese Meinung. Und die historisch-christlichen Theologen, die eben die Echtheit dieses Briefes anzweifeln, ist dann klar, die ganzen geografischen Angaben sind fingiert. Das wird dann nur so getan, als würde Paulus das hier schreiben. Es wird in den Mund gelegt und so weiter. Und dann ist natürlich auch diese historische Angabe, als ich nach Mazedonien abreiste, völlig wertlos, wenn es erst im zweiten Jahrhundert als fingierter Brief da reingeschrieben wird. Also dann weiß man überhaupt nicht, wo der Brief verfasst worden ist. Anlass und Zweck. Wenn der Brief echt ist, dann ist es ganz klar eine Hilfestellung für Timotheus nach der Abreise des Paulus aus Ephesus. Er hat Timotheus in Ephesus zurückgelassen. Er reist nach Mazedonien weiter und gibt ihm mit diesem Brief eine Hilfestellung angesichts einer möglichen Verzögerung seiner Rückkehr. Das lesen wir in Kapitel 1, Vers 18 auch. So sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn. Er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden. Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen. Ja, er erinnert ihn an den Auftrag, den er hat, ermutigt ihn darin, gibt ihm Hilfestellung in diesem Auftrag, für den guten Kampf des christlichen Glaubens zu kämpfen, in der Gemeinde auch für Ordnung zu sorgen. Und in Kapitel 3, Vers 14 bis 15, da wird er noch deutlicher und es wird ganz klar, was der Anlass und Zweck dieses Briefes ist. Lieber Timotheus, ich hoffe, dich bald besuchen zu können. Also bald wieder bei ihm einzutreffen.
Doch für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert, schreibe ich dir diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören, nämlich zur Gemeinde des lebendigen Gottes. Ja. Also wie man sich verhalten soll in der Gemeinde. Ja. Und das will er ihnen mit diesem Brief unterstützen, ja, falls sich seine Rückkehr nach Ephesus verzögern sollte. Ja. Das ist eine ganz klare Ansage. Und auch Kapitel 5, Vers 23 haben wir noch eine Information. Übrigens sollst du nicht immer nur Wasser trinken. Ja, das sind so Tipps, die er gibt. Das ist jetzt hat nichts mit dem Anlass zu tun, sondern einfach so persönliche Anweisungen und Ratschläge, die er gibt. Auch so ganz banale Sachen wie Kapitel 5, Vers 23. Übrigens sollst du nicht immer nur Wasser trinken. Nimm ab und zu auch etwas Wein wegen deines Magens und weil du dich häufig so schwach fühlst. Ja. Also war mal nicht so ganz von stabiler Gesundheit geprägt. Also es geht um Hilfestellung für Timotheus, falls sich die Rückkehr des Paulus nach Ephesus verzögert. Das kann man so mit einfachen Worten sagen. Wenn der Brief aber fingiert ist und nur unter dem Pseudonym des unter dem Namen des Paulus veröffentlicht wird, aber der Verfasser eben jemand anders ist im 2. Jahrhundert nach Christus, dann unterstellt man diesem unbekannten Verfasser dennoch eine gute Absicht. Man sagt, er wollte was Gutes tun, er wollte Hilfestellung für Gemeindeleiter geben, indem er das paulinische Denken, und er war sicherlich ein gelehriger Paulus-Schüler, dieser Verfasser, dass er das paulinische Denken in die aktuelle Lage seiner Gegenwart aktualisiert und um dem Nachdruck zu verleihen, dass es Gewicht hat, was er sagt, schreibt er eben nicht in seinem eigenen Namen, sondern tut so, als wäre es ein Brief des Paulus, damit es mehr Gewicht hat und mehr angenommen wird von den Leuten. Das ist so die Vorstellung, Anlass und Zweck des Briefes. Also ein unbekannter Schreiber wollte etwas Gutes tun, den Gemeindeleitern Hilfe, geistige Hilfestellung geben in ihrer schwierigen Situation in den Gemeinden. Und er benutzt dazu als Paulus-Fan und Paulus-Anhänger paulinische theologisches Gedankengut und schlüpft in seine Rolle, nimmt seine Autorität an, um seinen Thesen und seiner seelsorgerlichen Leistung hier Nachdruck zu verleihen. Was sind die Charakteristika dieses ersten Timotheusbriefes? Es ist kein Gemeindebrief, sondern es ist ein pastoraler Mitarbeiterbrief, also ein seelsorgerlicher, nicht nur Seelsorge privat jetzt an Timotheus, sondern auch einfach eine Hilfestellung für das Verhalten als Verantwortlicher in der Gemeinde, wie er die Gemeinde leiten soll und deswegen pastoral, hirtenmäßig, also ein Hirtenbrief an einen Mitarbeiter. Und der Brief ist vom Charakter her sehr sachlich, aber auch sehr persönlich. Und dieses Persönliche merkt man, dass hier immer wieder die erste und die zweite Person, Singular, also ich und du, exzessiv gebraucht wird. Also immer wieder geht es zwischen ich, Paulus, und du, Timotheus. Und da gibt es so Passagen, wo das extrem gehäuft vorkommt. Zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 12 bis 16, da habe ich 14 Mal die erste Person Singular, ich. Ich, mir, mich, mich, ich. Ja, ich. Also sehr persönlich spricht Paulus hier von sich und gibt Selbstoffenbarung. Und wir haben das dann auch mit dem Du. Auch da gibt es Passagen, wo sehr viel Du vorkommt. Also dieser Dialog, diese Verbindung zwischen Paulus und Timotheus kommt hier sehr stark zum Tragen. Es ist ein sehr persönliches Schreiben. Wir haben dann neue Themen, die es so oder nicht in dieser Intensität in den anderen Briefen gibt. Das Thema Irrlehrer in der Gemeinde ist ein herausragendes Thema des ersten Timotheusbriefes, aber auch dann des zweiten Timotheusbriefes. Wir haben das Thema Gemeinde, Ämter, Älteste, Diakone, Witwen. Älteste, Diakone, vor allem Kriterien, nach denen sie ausgesucht werden sollen, wer überhaupt in Frage kommt, Ältester oder Diakon zu sein und auch ein bisschen, was die Aufgaben sind, aber vor allem die Voraussetzungen, um diese Ämter wahrzunehmen.
Und ein Thema, was tatsächlich so in keinem Brief des Paulus vorkommt, Älteste und Diakone werden auch in anderen Briefen mal erwähnt, aber dass die Witwen so ein besonderes Amt haben und dass es so ein Witwenverzeichnis gibt und dass die Gemeinde die dann unterstützt und so weiter. Also das ist ein Thema, was wirklich auch so einzigartig ist für den ersten Timotheusbrief. Das Gemeindeamt der Witwe. Dann sehr viele persönliche Dienstanweisungen. Das zeigt sich dann auch in dem häufigen Gebrauch von Imperativen, also Befehlsformen, was er tun soll. Und Paulus gibt auch ganz klare Seelsorgeregeln. Ja, das sind wirklich so Besonderheiten von den Themen her, die wir im ersten Timotheusbrief haben, weil es eben auch ein ganz anderer Briefcharakter ist, eben ein pastoraler Mitarbeiterbrief. Typisch für Paulus, und das ist ganz eindeutig die Handschrift des Paulus, ist, dass er in all diesen Empfehlungen, Dienstanweisungen so immer wieder ganz starke theologische und auch christologische Akzente setzt. Also immer wieder schweift er ab und bringt intensive Lehre und Aussagen über Gott, den Vater, und gleichermaßen auch, oder vielleicht sogar noch stärker, christologische Aussagen, wo er Christus charakterisiert. Ja. Und ich empfehle und mache das auch selber sehr gerne, dass wenn ich die Briefe durchlese, lese ich sie auch mehrere Male am Stück so hintereinander durch, und dass ich dann mir so einen Buntstift, Farbstift nehme und dann die Stellen markiere, wo Aussagen über Gott, den Vater sind oder Aussagen über Jesus Christus. Und dann kann man so wirklich den Brief durchgehen und stellt fest, wie stark dann diese christologischen Akzente sind. Zum Beispiel grün ist hier christologischer Akzent für Gott, also theologischer Akzent, über Aussagen über Gott, und dieses rosa ist dann die Aussagen, wo christologische Aussagen sind des Paulus. Und das ist sehr, sehr gehäuft. Und man könnte dann den Brief einfach mal nur durchlesen, was ist über Jesus ausgesagt, was ist über Gott, den Vater, ausgesagt. Und da kommt einiges zusammen, ja, was hier an Theologie und Christologie erwähnt wird und worauf Paulus hier einen Schwerpunkt setzt. Ein weiteres Charakteristika des ersten Timotheusbriefs ist, dass er Glaube und Liebe betont. Also das sind so zentrale Wörter, die sich auch lohnen zu markieren. Und dann sieht man, wie sich das durch den ganzen Text zieht. Immer wieder spricht er von dem Glauben. Ja, Kapitel 1, Vers 2, Kapitel 1, Vers 4, dann Liebe, auch in Kapitel 1, Vers 5. Und dann von Liebe und Glauben. Und manchmal auch eben Glaube und Liebe. Also das ist sehr auffällig, dass hier der zentrale Begriff Glaube bei Paulus, also so ein Zentralbegriff bei Paulus, dass er auch hier in diesem ersten Timotheusbrief sehr häufig vorkommt. Interessanterweise oft gepaart mit Liebe, Glaube und Liebe. Bei Johannes, dem Apostel, in seinen Briefen ist es ganz typisch, dass er Glaube und Wahrheit, ja, oder Liebe und Wahrheit zusammenstellt, Liebe und Wahrheit zusammenstellt. Und Paulus stellt hier Glaube und Liebe sehr stark zusammen. Jetzt schauen wir uns den Brief an in einer Grobgliederung, ehe wir dann in die Einzelheiten gehen. Der Briefeingang sind zwei Verse, sehr kurz gehalten. Dann spricht Paulus über die Gefahr durch Irrlehrer und falsche Handhabung des Gesetzes. Dann etwas Persönliches, Gottes Erbarmen über Paulus und die Aufgabe des Timotheus, die er dort in Ephesus wahrnehmen soll. Dann spricht Paulus über Gemeindethemen, Gemeindegebet und Verhalten im Gottesdienst, Voraussetzung für Leitungsämter, er erwähnt Anlass und Zweck des Briefes, dann Auftreten und Bekämpfung falscher Lehren. Das ist ein ziemliches zentrales Thema im ersten Timotheusbrief. Er mahnt dann zum vorbildlichen Verhalten, privat, öffentlich und auch in der Seelsorge. Da gibt er einige ganz konkrete Seelsorgeregeln an die Hand, wie man mit den verschiedenen Zielgruppen Seelsorge betreibt als junger Mann. Und die Versorgung der Witwen, ein großes Thema im ersten Timotheusbrief. Vorrechte und Verantwortung der Ältesten. Anweisung für christliche Sklaven. Also hat verschiedene Zielgruppen, die er da anspricht.
Kennzeichen der Irrlehrer und Folgen der Geldgier. Wird sehr negativ bewertet, natürlich die Geldgier. Dann noch eine Ermutigung für Timotheus. Glauben heißt kämpfen. Dann mit Reichtum richtig umgehen. Und abschließend bewahre das Evangelium und wehre Irrlehren ab. Und dieses Outline, also diese Grobgliederung, wollen wir jetzt mal so durchbesprechen und auf einiges noch vertiefend eingehen. Manches geht sehr schnell und anderes werde ich ein bisschen tiefer behandeln. Es sind 15 Abschnitte, in denen ich jetzt diesen Brief untergliedert habe. Manche sind kürzer, andere länger. Der Briefeingang ist ein kurzer Eingang. Wir haben Verfasser, Empfänger, Gruß. Ganz typisch, wie wir es bei Paulus kennen. Kurz Paulus, Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter Timotheus. Ja, und dann noch ein Gruß. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, von Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, und was typisch Paulus ist, und das atmet einfach die paulinische Art, ist, dass er in diesem Briefeingang, wo man normalerweise im säkularen Bereich einfach nur Verfasser, Empfänger und Gruß nennt, dass er diesen Briefeingang wieder theologisch etwas ausdehnt und Aussagen über Christus, Aussagen über Gott, den Vater, einpflicht. Ja, und das ist ganz typisch, das macht er bei jeder, all seinen Briefeinleitungen, mehr oder weniger, am stärksten im Römerbrief zum Beispiel, aber hier ist es relativ knapp. Aber es ist vorhanden, ja, dass er nicht nur sagt, Paulus an Timotheus, meinen lieben Gruß, sondern dass er eben etwas Theologie reinpackt, ne? Und sagt, ich schreibe dir als Apostel, der seinen Dienst im Auftrag von Gott, unserem Retter, und von Jesus Christus, unserer Hoffnung, ausübt. Also er packt da Theologie rein in diese Verfasserangabe. Dann das erste Thema ist die Gefahr durch Irrlehrer und eben damit verbunden, weil die Irrlehrer genau das machen, eine falsche Handhabung des Gesetzes als Alten Testaments. Und er begründet zunächst das Verbot falscher Lehre. Warum falscher Lehre verboten werden muss. Ja? Und die Grundaussage ist, es führt nur zu Spekulationen und fördert nicht das, worauf es ankommt, denn das, worauf es ankommt, ist Glaube und Liebe. Ja? Glaube, also unsere Beziehung zu Gott, und Liebe, Beziehung zu Gott, aber auch die Beziehung zu unserem Nächsten. Ich lese mal hier diesen Text. Hier wird das Verbot falscher Lehre begründet. Als ich nach Mazedonien abreiste, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben, weil es dort Leute gibt, die falsche Lehren verbreiten. Also er packt dieses Problem gleich an den Hörnern und steigt gleich in seinen Brief mit diesem Problem ein. Weil es dort Leute gibt, also in Ephesus, die falsche Lehren verbreiten. Und ich gab dir den Auftrag, ihnen das zu verbieten. Also die müssen zum Schweigen gebracht werden. Die dürfen das nicht in der Gemeinde öffentlich lehren, wenn sie falsche Lehren haben. Das muss man verbieten. Halte dich auch weiterhin an diese Anweisung. Denn die Legenden und endlosen Geschlechtsregister, mit denen sie sich befassen, führen nur zu Spekulationen. Also diese Inhalte, Legenden und endlose Geschlechtsregister, weist darauf hin, dass die Irrlehrer wahrscheinlich einen jüdischen Hintergrund haben. Denn dort spielen die Geschlechtsregister eine große Rolle und irgendwelche Erzählungen und Spekulationen, die damit verbunden sind. Und Legenden, irgendwie Geschichten, die erzählt werden, aber die nicht unbedingt wahr sind. Denn die Legenden und endlosen Geschlechtsregister, mit denen sie sich befassen, führen nur zu Spekulationen, statt dass sie den Glauben fördern und damit der Verwirklichung von Gottes Plan dienen. Denn der Plan Gottes ist, dass die Menschen Glauben an ihn haben und ihm vertrauen und nicht, dass sie rumspekulieren über irgendwelche Sonderlehren oder Irrlehren. Glaube ist so ein Stichwort hier, was eben Gottes Plan ist. Und das ist dazu da, die Gemeinde ist dazu da, um den Glauben zu fördern. Und diese Irrlehrer, sie bringen auch keine Liebe hervor. Also an diesen zwei zentralen Dingen, die wichtig sind im christlichen Leben, Glaube und Liebe, da tun diese Irrlehrer nichts beitragen. Die helfen da gar nicht, ja, um den Glauben zu fördern oder die Liebe zu vermehren. Ja. Aber darum geht es doch. Und deswegen soll es einfach verboten werden, dass das nicht stattfindet in der Gemeinde, diese Lehren. Also sie bringen auch keine Liebe hervor und gerade das muss doch das Ziel aller Verkündigung sein. Es geht ja nicht um irgendwelches
reines nur intellektuelles Wissen, sondern das Ziel ist Liebe aus reinem Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Also Liebe und Glauben wird als das große Ziel der Verkündigung, der christlichen Verkündigung angesehen. Und das fördern diese Irrlehren halt überhaupt nicht. Und dieses Ziel haben jene Leute aus den Augen verloren. Und da heißt alles, was sie von sich geben, leeres Gerede. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein. Auch das zeigt natürlich wieder diesen jüdischen Hintergrund. Offensichtlich sind diese Irrlehrer, die hier erwähnt werden, Juden, die aufgrund ihrer Gesetzeskenntnis meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und könnten dann über irgendwelche so Spezialthemen wie Geschlechtsregister irgendwas da hervorzaubern, was dann die Aufmerksamkeit der Gläubigen auf sich zieht und wo sie dann irgendwie mit ihrem Spezialwissen brillieren können. Ja, aber darum geht es gar nicht. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein, das Gott durch Mose gegeben hat. Und dabei verstehen sie nichts von dem, wovon sie reden, worüber sie solche selbstsicheren Behauptungen aufstellen. Und im weiteren Verlauf dieses Abschnitts geht Paulus darauf ein und sagt, diese sogenannten Gesetzeslehrer verwechseln nämlich was ganz Fundamentales. Was ist die eigentliche Zielgruppe der Gesetze? Die Zielgruppe des Gesetzes ist eben nicht die Gottesfürchtigen, die sowieso in der Spur Gottes laufen, sondern die Gesetze sind da, um praktisch die Gottlosen, die von Gott abgewichen sind, zurechtzuweisen, indem ihnen die Gesetze vorgelegt werden. Und das ist der Punkt. Also statt das Gesetz auf Gottlose anzuwenden, wozu es von Gott gedacht ist, wenden sie es auf die Gottesfürchtigen an und plagen die Leute damit. Und hier gibt Paulus klare Ausführungen darüber, wem das Gesetz gilt, nämlich den Gottlosen. Ich lese diesen Abschnitt. Nun, das Gesetz ist, wie wir alle wissen, gut und nützlich, vorausgesetzt, man wendet es in der ihm angemessenen Weise an. Das ist der Punkt, man muss das Gesetz angemessen anwenden. Man muss sich also darüber im Klaren sein, für wen das Gesetz bestimmt ist. Wer ist die eigentliche Zielgruppe des Gesetzes? Es richtet sich nicht gegen den, der ein Leben nach Gottes Willen führt, sondern gegen denjenigen, deren Leben im Widerspruch zu seinen Ordnungen steht und die sich gegen ihn auflehnen. Also gegen die Rebellen ist das Gesetz Gottes gerichtet. Und dann zählt er einiges auf, was dazu gehört, was sich da gegen die göttlichen Ordnungen auflehnt. Es richtet sich gegen gottlose und sündige Menschen, denen nichts heilig ist und die keine Ehrfurcht haben, die gegenüber Vater und Mutter gewalttätig werden, nicht vor einem Mord zurückschrecken, ein ehebrechisches Leben führen, homosexuelle Beziehungen eingehen, Menschenhandel treiben, Lügen verbreiten, falsche Eide ablegen oder sonst etwas tun, was mit der gesunden Lehre unvereinbar ist. Also hier wird Dinge aufgezählt, die mit der gesunden Lehre unvereinbar ist. Mit anderen Worten, so schließt Paulus hier diesen Abschnitt, mit anderen Worten, das Gesetz richtet sich gegen alles, was nicht dem Evangelium entspricht, das mir anvertraut worden ist und in dem Gott, der über alles zu preisen Herr, seine Herrlichkeit sichtbar werden lässt. Also was nicht mit dem Evangelium übereinstimmt und dem entspricht, dagegen wendet sich das Gesetz. Ja, das verurteilt das Gesetz. Im nächsten Abschnitt schlägt Paulus andere Töne an und spricht über Gottes Erbarmen, das er mit ihm hatte. Gerade durch das Stichwort Evangelium, das ihm anvertraut worden ist, kommt er praktisch auf sich zu sprechen. Ihm ist dieses Evangelium anvertraut worden. Und er denkt dann, ja, und wer bin ich eigentlich, dass mir das anvertraut worden ist? Und da kann er nur staunen über das Erbarmen Gottes und kommt dann noch auf die Aufgabe des Timotheus zu sprechen, die ja auch mit dem Evangelium ganz viel zu tun hat. Zunächst die Gottes Erbarmen über Paulus. Wurde er begnadigt von Gott. Er war ein rechtmäßig verurteilter Straftäter sozusagen, der begnadigt wurde. Er war ein Christenverfolger. Er wurde vom Verfolger der Gemeinde zum Promotor von Glaube und Liebe. Das ist mal jetzt meine Karriere, will ich sagen. Ne? Vom Gemeindeverfolger zu dem, der Glaube und Liebe, das, was er vorher verfolgt hat, ja, jetzt propagiert und voranbringt. Ja. Vers 12 bis
14. Und da ist auch so eine Konstellation von ich, mir, mich und so weiter. Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat. Jesus Christus, unserem Herrn. Denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Wie die Soldaten am Kreuz, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich ist. Also er ist total verwandelt worden, ja, von einem Verfolger der Gemeinde zu einem, der glaubt und der liebt und der zum Promotor von Glaube und Liebe geworden ist. Und nicht nur das, sondern dieses Erbarmen Gottes über Paulus ist auch ein Exempel. Gott hat damit an Paulus ein Exempel statuiert. Also etwas Beispielhaftes illustriert er am Leben des Paulus. Und zwar folgendes. Ja, sagte Jesus Christus, ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Weil er die Gemeinde verfolgt hat und damit Christus verfolgt hat. Ja. Also wenn er als so großer Sünder von Gott begnadigt worden ist, dass er zum Promotor von Glaube und Liebe wurde, ja, dann gibt es Gnade für jeden. Das will er damit auch sagen. Ja. Also Gott hat an ihn ein Beispiel seiner Gnade gemacht, ein Exempel statuiert, wie groß seine Gnade ist. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ja? Dass Gott auch mit solchen Leuten Geduld hat und sie zurechtbringen kann. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Also wenn so ein schlimmer Finger wie der Paulus, der alles dran gegeben hat, Christen zu verfolgen und zu vernichten und auch manche praktisch zum Tode geführt hat, wenn der sich bekehren darf und ein Werkzeug Gottes werden kann, ja, dann ist für alle Menschen irgendwie Hoffnung da, dass Gott aus ihnen noch was machen kann. Und das führt zu ihm dann in einen Lobpreis in Vers 17, wo Gott dann einfach lobpreist dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen. Also ein kurzer Lobpreis, ein Vers, aber so gehaltvoll, was er über Gott aussagt und so wahr, ist alles 100% wahr, was er hier sagt, ja, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, der in alle Ewigkeit regiert, ihm gebühren Ehre und Ruhm, auch für immer und ewig. Ja. Also Gottes Erbarmen über Paulus führt in einen Lobpreis Gottes, weil er seine Begnadigung ein Exempel ist, was Gott statuiert hat. Und in diesem Zusammenhang erinnert er Paulus auch an den Auftrag, den Timotheus hat im Blick auf das Evangelium. Er ist ja auch ein Prediger. Und der Auftrag des Timotheus ist eine prophetische Zurüstung zum guten Kampf. Daran erinnert er ihn jetzt. So sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn. Er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden. Vielleicht bei seiner Diensteinsetzung, vielleicht bei anderen Gelegenheiten, wurde eine Prophetie über ihn ausgesprochen. Und das hat sich auch bewahrheitet in seinem Leben, dass er diese Aufgabe hat, anderen Menschen mit dem Evangelium, mit dem Wort zu dienen. Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen. Also der Timotheus ist wahrscheinlich nicht so ein selbstsicherer Typ. Der braucht immer wieder mal ein bisschen Ermutigung und Stärkung, Unterstützung. Er ist eher ein bisschen ängstlich und verzagt von seiner Natur aus. Und deswegen bekommt er auch in diesem Brief immer wieder von Paulus sehr massiven Zuspruch, vorwärts zu gehen, weiterzumachen und die Gabe, die er dann auch von Gott bekommen hat, einzusetzen und den guten Kampf zu kämpfen.
Wie kämpft man einen guten Kampf? Indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Und bei dem Stichwort reines Gewissen, dann fällt dem Paulus gerade ein, ja, da gibt es andere, die haben das reine Gewissen verloren und von sich geworfen. Und kommen dann auf zwei Leute zu sprechen aus der Gemeinde in Ephesus, die Schiffbruch im Glauben erlitten haben und dann auch von Paulus mit Gemeindeausschluss sanktioniert wurden, weil sie dann einfach falsche Sachen verbreitet haben. Und das ist eine sehr traurige Sache, dass es sowas überhaupt gibt, aber das ist die Realität. Leute, die ihr Gewissen zum Schweigen bringen, die nicht mehr auf ihr Gewissen hören, dadurch ist man in großer Gefahr, Schiffbruch im Glauben zu erleiden. Ja. Und zu denen, die Schiffbruch im Glauben erlitten haben, gehören jetzt Hymenäus und Alexander. Zwei Namen, die uns sonst unbekannt sind, aber dem Timotheus sicherlich genau, wusste er genau, welche Leute das sind hier. Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan ausgeliefert habe. Dem Satan ausliefern ist eine Redewendung, eine Redeweise, die praktisch den Gemeindeausschluss beschreibt, weil man dann aus dem besonderen Schutz der Gemeinde Jesu ausgeschlossen wird und praktisch den Angriffen des Satans ungeschützter dann ausgesetzt ist, die ich dem Satan ausgeliefert habe. Dieses harte Vorgehen, das war die Ultima Ratio, wenn Leute sich nicht belehren lassen, wenn Leute nicht umkehren in der Gemeinde oder falsche Lehren verbreiten und dann davon nicht ablassen wollen. Die Ultima Ratio, Gemeindeausschluss. Dieses harte Vorgehen soll sie dazu erziehen, nicht länger Dinge zu lehren und zu tun, die Gottes Ehre antasten. Das haben diese gemacht und deswegen mussten sie aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, in der Hoffnung, dass sie dadurch zur Besinnung kommen, was sie da jetzt verloren haben durch ihre Lehren. Gottes Erbarmen über Paulus und die Aufgabe des Timotheus, eben diesen guten Kampf zu kämpfen. Und das ist also keine Spielwiese, sondern da ist wirklich Kampf. Und da ist auch manchmal hart vorzugehen gegen Irrlehrer zum Beispiel. Dann kommt er zu einem erfreulichen Thema, das Thema Gemeindegebet und Verhalten im Gottesdienst. Wir sehen diesen hohen Stellenwert des Gebets. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Ja. Hoher Stellenwert des Gebets, das erste und wichtigste. Ja. Da müssen wir uns alle fragen, nimmt das Gebet in unserer Gemeinde wirklich diesen Stellenwert ein, den es hier bei Paulus hat und haben soll? Ja, das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Aber nicht nur, dass die Gemeinde beten soll, sondern auch, was sie beten soll. Darüber gibt er Auskunft in Versen 2 bis 3. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Also wir sollen Fürbitte leisten. Also gerade Gebet ist nicht in erster Linie Lobpreis, sondern Gemeindegebet ist in erster Linie Fürbitte. Ja, für alle Menschen eintreten, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen eintreten und insbesondere für die Regierenden. Also wir sollen nicht über die Regierenden schimpfen, sondern für die Regierenden beten. Da tappe ich mich auch immer wieder dabei, dass es viel einfacher ist, über die Regierenden zu schimpfen, als für die Regierenden zu beten. Aber das ist das, was wir tun sollen, insbesondere für die Regierenden zu beten. Und alle, die eine hohe Stellung haben, also auch Bürgermeister, sonstige Leute, die irgendwie Verantwortung tragen, Geschäftsführer oder Leute, die halt hohe Stellung haben. Damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt. Also vor allem, dass wir in Ruhe gelassen werden, um unsere Aufgabe zu tun, nämlich als Gemeinde ein gottgefälliges Leben zu führen und dann auch das Evangelium auszubreiten. Ja. Und dazu sollen wir auch für die Regierenden beten, dass uns diese Gelegenheit gegeben wird. Ein Leben zu führen zu können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Ja. Also für alle Menschen zu beten, insbesondere für die in Verantwortung stehen, dass wir in Ruhe und Frieden leben können, aber für alle Menschen zu beten, auch im Sinne von ihrer Errettung. Denn Gott, heißt es, Gott ist unser Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen.
Gottes universaler Rettungswille und Christi universale Mittlerschaft, könnte man sagen. Also Gott will tatsächlich, dass alle Menschen gerettet werden. Und Christus als Mittler hat alles getan, damit das geschehen kann. Trotzdem wissen wir, es werden nicht alle gerettet, weil nicht alle dann den Glauben haben und das Heil in Jesus annehmen. Aber grundsätzlich ist es Gottes Wille, dass er alle Menschen retten möchte. Und so sollen wir die Leute auch anschauen. Und deswegen sollen wir auch für alle Menschen beten. Auch für Muslime, für andere, die anderen Religionen angehören oder Atheisten. Ja, wir sollen für alle Menschen beten, dass sie gerettet werden durch den Glauben an Jesus Christus. Jesus hat als Mittler die Möglichkeit dazu geschaffen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Mittler, einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und das ist nicht irgendein Religionsstifter, sondern allein Jesus Christus. Es gibt nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er kann vermitteln, weil er ist Gott und Mensch. Und deswegen kann er seine Hand auf beide legen, wie es Hiob einmal sagt, und vermitteln zwischen Gott und Mensch, weil er wahrer Gott ist und wahrer Mensch. Er ist der einzige Mittler. Und wie hat er gemittelt? Wie hat er diese Vermittlung hergestellt zwischen Gott, dem heiligen Gott und den sündigen Menschen? Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Ja? Indem Gott eine Möglichkeit schafft, errettet werden zu können. Und ebenso wahr und unbestreitbar ist, dass er diese Botschaft mir anvertraut und mich als Verkündiger und Apostel eingesetzt hat, als Lehrer, der alle Völker im Glauben, in der Wahrheit unterrichten soll. Hier ist Glaube und Wahrheit zusammengeworfen. Gottes Rettungswille und Christi Mittlerschaft. Und Paulus spielt in diesem Rettungsplan Gottes eine gewichtige Rolle als Apostel, als Verkündiger, als Lehrer der Völker, als Völkerapostel. Das ist die Rolle des Paulus. Danach kommt er wieder auf das Thema Gebet zu sprechen und spricht über das Gebet der Männer im Gottesdienst. Zurück zum Gebet. Ich möchte, und das gilt für alle Zusammenkünfte der Gemeinde, dass die Männer, wenn sie ihre Hände zu Gott erheben, ein reines Gewissen haben, keinen Groll gegen jemanden hegen und untereinander nicht zerstritten sind. Also man kann nur beten, wenn man nicht in Feindschaft lebt und keinen Groll hat gegen einen anderen und nicht im Streit ist mit den anderen. Man muss ein reines Gewissen haben, um beten zu können. Man soll mit reinem Gewissen beten. Und die Männer, wenn sie ihre Hände zu Gott erheben, kann man fragen, Hände zu Gott erheben, ja, wie soll man das machen? Manche machen das ja überhaupt nicht, aber es ist durchaus biblisch, völlig klar, erheben unsere Hände zu Gott. Aber es ist interessant, dass die Juden einen Grundsatz hatten. Und zwar hatten die Juden den Grundsatz beim Heben der Hände, die Hände nicht über den Kopf hinaus zu erheben. Also nicht so, wie wir es in vielen charismatischen Gemeinden kennen, wie es so praktiziert wird meistens, so, sondern die Juden haben den Grundsatz, dass sie die Hände nicht über den Kopf hinaus erheben. Und da steckt eine Denke dahinter, nämlich, dass sie sagen, ja, wir wollen Gott erheben, aber der Verstand soll immer über die Emotionen regieren. Der Verstand soll immer über die Emotionen stehen und die Emotionen müssen sich dem Verstand unterordnen. Wir sollen nicht unvernünftig und völlig berauscht dann uns gehen lassen, den Gefühlen hingeben, sondern der Verstand muss immer die Herrschaft haben. Und deswegen werden die Hände als Ausdruck dieser Sache nicht höher gehoben, als der Kopf ist. Finde ich interessant, also es hängt ja nicht an diesen Formen, aber das, was dahinter steckt, warum die Juden die Hände auf diese Weise heben, finde ich sehr interessant und auch bedenkenswert. Dann kommt er zum Rollenverhalten der Frau im Gottesdienst zu sprechen und hat da verschiedene Themen. Das eine ist die Kleiderordnung. Das dient dazu, dass die Männer nicht abgelenkt werden durch aufreizende Kleidung der Frauen, weil die Frauen machen sich oft gar keinen Begriff, wie das einfach auf Männer wirkt, wenn sie sich in bestimmter Weise kleiden. Ja. Und hier wird gesagt, und genauso möchte ich, dass die Frauen sich verantwortungsbewusst und zurückhaltend schmücken und mit ihrer Kleidung keinen Anstoß erregen, also nicht aufreizend sein. Sie sollen nicht durch aufwendige Frisuren, Gold, Perlen oder kostspielige Gewänder auf sich aufmerksam machen.
die sollen nicht die Aufmerksamkeit der Männer auf sich ziehen, sondern im Gottesdienst soll man die Aufmerksamkeit auf Gott lenken und nicht auf die hübschen Frauen, die es in der Gemeinde so zahlreich gibt. Sondern sich dadurch auszeichnen, dass sie Gutes tun. Das ist der wahre Schmuck von Frauen, die sich zu Gott bekennen und ihn ehren. Also vereinfacht gesagt, sich nicht nach außen aufdonnern, sondern sich innerlich schmücken durch gute Werke. Aber das heißt es auch nicht, dass man jetzt nichts aus sich machen soll. Es wäre das andere Extrem, möglichst schlecht gekleidet daherzukommen. Das ist sicherlich nicht die Absicht von Paulus, sowas zu propagieren. Aber die Aufmerksamkeit der Männer soll nicht unnötig abgelenkt werden, indem Frauen durch ihre Kleidung und Schmuck und Perlen und sich so ankleiden, dass sie der Blickfang der Männer werden. Dann spricht er von der Unterordnung und dem Zusammenhang mit der Unterordnung der Frau auch von einem Lehrverbot. Und das ist natürlich jetzt ein sehr heißes Eisen, was natürlich konträr ist zu unserer heutigen Gesellschaft und auch wie es in den meisten Gemeinden praktiziert wird. Eine Frau soll still und mit ganzer Bereitschaft zur Unterordnung auf das hören, was im Gottesdienst gelehrt wird. Ich gestatte es einer Frau nicht, vor versammelter Gemeinde zu lehren und sich damit über die Männer zu stellen. Sie soll sich vielmehr still verhalten. Natürlich hat das auch einen kulturellen Hintergrund. In der damaligen Zeit war das natürlich nicht angemessen, dass die Frau Herrschaft über den Mann zeigt oder auch nur völlig gleichberechtigt wie der Mann agiert, sondern es war eine ganz klare patriarchalische Gesellschaft und der Mann ist der Frau vorangestellt als Haupt der Familie, also wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, so ist dann auch der Mann das Haupt der Frau. Und das ist ganz klar. Und diese Rangfolge, diese Unterordnung der Frau und den Mann, was ja auch die Unterordnung der Gemeinde unter Christus symbolisiert, diese Bereitschaft zur Unterordnung soll sich auch dadurch auswirken, dass die Frau nicht in autoritativer Weise zu den Männern spricht und ihnen praktisch Lehre vermittelt. Deswegen hat Paulus hier gesagt, eine Frau soll still mit ganzer Bereitschaft zur Unterordnung auf das hören, was im Gottesdienst gelehrt wird. Ich gestatte es einer Frau nicht, vor versammelnder Gemeinde zu lehren und sich damit über die Männer zu stellen. Aber der Punkt ist eigentlich, sich über die Männer zu stellen. Sie soll sich vielmehr still verhalten. Interessant ist allerdings, dass Paulus es nicht mit der Kultur begründet. Sagt, weil das entspricht unserer gegenwärtigen Kultur in der römisch-griechischen Welt. Er begründet es auch nicht mit dem damals niedrigeren Bildungsstand der Frauen, weil sie nicht so gebildet waren im Durchschnitt wie die Männer. Ja? Das ist nicht die Begründung. Sondern die Begründung, die er anführt für diese Unterordnung, für das Lehrverbot, ist eigentlich eine zeitlose Begründung. Und er begründet es mit der Schöpfungsordnung und mit der Reihenfolge beim Sündenfall. Schöpfungsordnung. Zuerst wurde nämlich Adam erschaffen, erst danach Eva. Also diese Reihenfolge der Schöpfung, erst der Mann und dann die Frau, davon leitet er die Unterordnung ab. Und das andere ist noch, und es war nicht Adam, der sich von dem Verführer, also von der Schlange, täuschen ließ, sondern die Frau. Die ließ sich in die Irre führen und setzte sich über Gottes Gebot hinweg. Also diese Reihenfolge beim Sündenfall nimmt als ein weiteres Argument, um diese Unterordnung der Frau, diese Nachrangigkeit hier zu begründen. Ja, das mag uns nicht gefallen, aber das ist das, was hier steht. Es gibt natürlich noch andere Bibeltexte, die auch in Betracht gezogen werden müssen, zum Beispiel hier ist nicht Mann noch Frau, ja, in der Gemeinde, dass also die Geschlechterfolge in gewisser Weise auch aufgehoben sind. Ja. Oder es wird auch von Prophezeien der Frau gesprochen in der Gemeinde, also ganz so geschwiegen hat sie wohl nicht. Ja. Aber es geht hier um den Punkt der Unterordnung und damit verbunden soll die Frau nicht autoritativ lehren. Das ist natürlich sehr umstritten in der Auslegung, wie es dann praktiziert werden soll. Darauf einzugehen, da müssen wir eine eigene Predigt machen darüber. Als viertes Punkt, was sie hier dann noch erwähnt, ist ein Vers, der auch oft sehr falsch verstanden wird oder schlecht verstanden wird.
hängt dann auch immer ein bisschen an der Übersetzung. Ich finde, dass diese neue Genfer Übersetzung es sehr fein macht und sehr gut gelungen ist, die Bedeutung dieses Vers 15 wirklich herauszuarbeiten. Und zwar geht es nicht dadurch, dass eine Frau, indem sie Kinder kriegt, gerettet wird, dass praktisch Kinder kriegen ein Mittel ist zur Errettung, sondern es sind die Rahmenbedingungen, wo sich ihre Errettung normalerweise abspielt. Weil es einfach die Frau halt ist, die die Kinder kriegt und nicht die Männer. Und sie soll jetzt hier nicht über den Mann herrschen, sie soll sich da unterordnen. Doch auch sie wird gerettet werden, heißt es. Natürlich wird sie auch gerettet. Im Blick auf das Heil ist völlige Gleichheit. Doch auch sie wird gerettet werden, auch und gerade dann, wenn sie ihre Aufgabe als Mutter erfüllt. Das ist also ihre von Gott gegebene Aufgabe, Mutter zu sein. Vorausgesetzt, sie hält am Glauben und an der Liebe fest. Sie, also die Frau, ja, nicht die Kinder, wie es manchmal bei Übersetzung erscheint, ob der Glaube und die Liebe der Kinder dann entscheiden, wer, ob die Frau gerettet wird, das ist nicht völliger Unsinn, sondern vorausgesetzt, sie, also die Frau, hält am Glauben und an der Liebe fest und führt ein geheiligtes und verantwortungsbewusstes Leben. Also die Umstände, wie Frauen die Rettung erleben und erfahren, ist, dass sie eben im häuslichen Bereich tätig ist und sich als ihre Aufgabe als Mutter ausfüllt und natürlich im Glauben an der Liebe festhält, ein geheiligtes, verantwortungsbewusstes Leben führt. Ja. Also das ist ihre Rolle und Männer haben von Gott eine andere Rolle. Ja. Also das Rollenverhalten der Frau im Gottesdienst und auch darüber hinaus wird hier angesprochen. Voraussetzung für Leitungsämter in Kapitel 13 haben wir dann in Kapitel 3 dann die Aussagen, was es braucht, um ein Leitungsamt in der Gemeinde wahrzunehmen. Und da ist zunächst mal das Ältestenamt. Und es scheint, dass in neutestamentlicher Zeit das auch nur Männern vorbehalten war, während das Diakonenamt auch für Frauen offen war. Ja. Das Ältestenamt, es ist zunächst mal auffällig, dass gesagt wird, darum darf man sich bemühen. Man soll sich vielleicht sogar darum bemühen. Also man sollte es anstreben. Man sollte solche Leute nehmen, die es auch anstreben. Ja. Es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Also es ist nichts Verwerfliches, wenn sich einer nach einer verantwortlichen, nach einem leitenden Amt in der Gemeinde bemüht oder bewirbt und danach strebt, es einzunehmen. Denn das ist eine große, ehrenvolle Aufgabe und auch eine wichtige Aufgabe. Es braucht Männer, die diese Aufgabe wahrnehmen. Also es ist positiv zu werden, dieses Bemühen um dieses so ehrenvolle Amt. Aber es braucht dann auch Voraussetzungen, damit man auch geeignet ist, dieses Amt wahrzunehmen. Und da ist eine der wesentlichen Voraussetzungen ist ein unanstößiges Verhalten. Es fällt überhaupt auf bei diesem Kriterienkatalog für Älteste, auch für Diakone, dass es in erster Linie ganz maßgeblich um die Haltungen und geistliche Qualifikation geht und nicht um Fähigkeiten, sondern um Charakter. Es geht um Charakter. Das ist entscheidend und das Verhalten im Leben insgesamt und nicht um gewisse Leistungsmerkmale. Es gibt ein Leistungsmerkmal bei dem Ältestenamt, aber alle anderen Merkmale sind eigentlich Qualität von Charakter und seine Lebensweise. Also unanständiges Verhalten ist das Erste, was angemahnt wird, und zwar treu in der Ehe. Also wirklich treu in der Ehe zu sein. Darum kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, oder als Ältester in der Gemeinde, der ein untadeliges Leben führt. Er muss seiner Frau treu sein. Also das ist disqualifizierend, wenn du fremd gehst. Dann kannst du nicht Gemeindeältester werden. Das passt überhaupt nicht zusammen. Ja. Treu in der Ehe. Dann besonnen und verantwortungsvoll. Leute, die nicht gleich irgendwie explodieren oder die gleich irgendwie eine Entscheidung treffen und ohne zu denken, nachzudenken, sondern man besonnen sein, auch wenn Schwierigkeiten auftreten, wenn Probleme auftreten, wenn Lösungen zu finden sind, da muss man besonnen bleiben, nüchtern im Kopf
Und dann gucken, was sind die vernünftigen Lösungen dazu. Nicht einfach impulsiv handeln, ja, besonnen. Verantwortungsvoll. Nicht verantwortungslos, sondern verantwortungsvoll zu handeln. Das ist eine wichtige Fähigkeit, um Leitungsverantwortung der Gemeinde zu tun. Besonnenheit, Verantwortungsbewusstsein. Und das ist die einzige fachliche Qualität, lehrfähig. Aber das ist ja auch klar, ein Ältester, da gibt es welche, die auch besonders in der Lehre arbeiten, heißt es mal. Nicht alle werden intensiv in der Lehre arbeiten, aber lehrfähig müssen alle Ältesten sein. Ja? Sie müssen in der Lage sein, anhand des Wortes Gottes das Evangelium klar zu lehren, die Wahrheit auszusprechen und auch in der Lage sein, mit dem Wort Gottes dann auch Leute zu ermahnen und zu korrigieren und zu ermutigen. Ja? Der Umgang mit dem Wort Gottes. Also man muss fähig sein, das Wort Gottes an andere richtig dran zu kriegen, also zu lehren. Weiter wird von unanstößigem Sozialverhalten gesprochen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen. Und dann werden einfach einige Beispiele aufgezeigt. Er muss gastfreundlich sein, er muss fähig sein zu lehren. Er darf weder dem Alkohol verfallen sein, noch zur Gewalttätigkeit neigen. Er muss freundlich und rücksichtsvoll sein und darf nicht am Geld hängen. Also ein unanständiges Sozialverhalten, da gehört halt auch zu Gastfreundschaft, Freundlichkeit und so weiter. Aber es gibt No-Gos. No-Gos für Älteste. Und man wundert sich ja, dass Paulus sowas überhaupt erwähnen muss. Offenbar war das also auch schon auch ein Thema in den Gemeinden, dass es Leute gab, die damit noch ihre Probleme hatten. Ja? Aber sagt, in der Gemeinde, wer Leitungsverantwortung übernimmt, der darf auf keinen Fall zu folgenden drei Gruppen gehören. Er darf kein Alkoholiker sein, er darf kein Gewalttäter sein und er darf kein Geldgeier sein, der dem Geld nachgeht. Ja. Die ersten beiden sind vielleicht von vornherein verpönt, aber die Sache mit der Geldgier, das kann auch ein bisschen heimlich verborgen sein und ist sehr schlecht bewertet im Neuen Testament, wenn man dem Geld nach aus ist und reich werden will und so. Ja, nach Geldgeier, nach Geld giert, wenn Geld da so eine Rolle spielt im Leben. Ja. Aber das geht gar nicht für einen Gemeindeleiter, wenn man in diesen Stellen Probleme hat mit Alkohol, mit Gewaltausbrüchen und wenn man dem Geld hinterherjagt. Er muss ein tadelloser Familienvater sein. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern, heißt es, und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Nicht alle Kinder gelingen dann in diese Richtung, aber die Verantwortung des Familienvaters ist natürlich, sie anzuleiten. Und irgendwann, wenn sie volljährig sind, haben sie natürlich auch ihre eigene Verantwortung. Aber sie müssen angeleitet sein, ein glaubwürdiges, ein anständiges Leben zu führen. In Klammern wird hier gesagt, oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Also wenn es in seiner eigenen Familie drunter und drüber geht und Chaos, ja, und die Kinder daneben gehen, dann passt es auch nicht, als Gemeindeleiter dann in Erscheinung zu treten. Ein weiterer sollte ein erfahrener Christ sein. Also nicht ein Neuling, der erst kurz dabei ist, sondern jemand, der schon über viele Jahre im Glauben steht, der verwurzelt ist. Es darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet. Jetzt habe ich dieses Amt und dass er plötzlich überheblich wird oder damit meint, Macht ausüben zu können und so. Und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Und dann noch ein letztes, ist auch wichtig, dass er von außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat, also einen guten Leumund, einen guten Ruf bei den Leuten. Das ist auch wichtig, dass er angesehen ist, wenn er Verantwortung in der Gemeinde übernimmt. All das ist ein sehr, sehr hilfreicher Kriterienkatalog, der an Aktualität überhaupt nichts verloren hat, sondern der immer noch hochaktuell ist. Und wenn in der Gemeinde Ältestenwahlen anstehen, dann oder man einigt sich auf Älteste, dass man dann nach Leuten Ausschau hält, die diesen Kriterienkatalog erfüllen. Dann als Diakonamt in Vers 8 folgende, auch die Diakone müssen ein glaubwürdiges Leben führen. Also die müssen auch vorbildlich, untadelig sein. Und dann nennt er ähnliche Dinge, manches ein bisschen anders, aber Verlässlichkeit wird genannt. Kein Säufer und Geldgeier, das hatten wir auch schon bei den Ältesten, da hat noch Gewalttäter hinzu.
festhalten an der Botschaft des Glaubens und ein reines Gewissen bewahren. Das reine Gewissen ist sehr wichtig bei Paulus. Er erwähnt auch, dass Diakone geprüft werden sollen, bevor sie dann endgültig in das Amt eingesetzt werden. Es wird leider nicht genau gesagt, wie diese Prüfung vor sich geht. Das ist wahrscheinlich der Gemeinde überlassen, aber man muss schon da hinterher schauen. Das heißt, im Übrigen sollen auch sie zuerst einer Prüfung unterzogen werden und nur wenn nichts an ihnen auszusetzen ist, dürfen sie zum Dienst in der Gemeinde zugelassen werden. Also man muss sich dann erstmal ihr Leben ein bisschen anschauen, bevor man sie dann in ein Amt eines Diakons einsetzt. Vers 11 ist interessant. Dasselbe gilt für Frauen, denen ein diakonisches Amt übertragen wird, so die Übersetzung hier. Das ist wahrscheinlich auch die inhaltlich korrekte Übersetzung. Aber wörtlich steht im griechischen Text nur, dasselbe gilt für Frauen. Und da ist die Frage, meint jetzt die Frauen von den Diakonen, dass nicht nur die Diakone, sondern auch die Ehefrauen der Diakone diese Qualitäten haben müssen, diese Verlässlichkeit, Festhalten an der Botschaft des Glaubens, reines Gewissen und so weiter. Gilt das für die Ehefrauen der Diakone? Oder, und das ist die bessere Auslegung hier, gilt es für weibliche Diakone, also Diakonissen? Und das ist hier sicherlich das, was wohl gemeint ist, dass eben auch Frauen als Diakonin eingesetzt werden können in der Gemeinde. Wir haben dann auch Phoebe zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 16, die erwähnt wird. Ja, es gibt sie, diese Diakoninnen, und es gibt da bei den Diakonen mehr praktische Aufgaben. Und Frauen müssen auch genau den gleich strengen Kriterien unterliegen. Das wird hier also mit diesem Satz erwähnt. Also sie müssen auch ein glaubwürdiges Leben führen, wie es bei den männlichen Diakonen verlangt wird. Und wenn bei den Männern das Problem vielleicht Saufen und Geldgeierei ist, so ist bei Frauen vielleicht ein Problem, ein Klatschweib zu sein. Das soll sie dann eben nicht sein, um als Diakonin eingesetzt zu werden. Besonnen und zuverlässig sind ähnliche Eigenschaften, die auch die Ältesten haben sollen. Ein vorbildlicher Ehemann, spricht er wieder über die Diakone, ein vorbildlicher Ehemann müssen sie sein und auch guter Familienvater. Also man geht einfach selbstverständlich davon aus, dass die Leute damals verheiratet sind und dann auch ihrer Familie vorstehen, sich da bewährt haben. Und als vorbildlicher Ehemann und vorbildlicher Familienvater kann man dann auch Verantwortung in der Gemeinde übernehmen. Und dann wird noch erwähnt in Vers 13, dass sie bei guter Amtsführung dann auch ein gewisses Ansehen erwerben. Wer sein diakonisches Amt so ausübt, wie es sein soll, erwirbt sich damit hohes Ansehen und kann im Vertrauen auf Jesus Christus mit besonderer Zuversicht auftreten. Ja? Also wenn einer sich seine Diakonaufgabe zuverlässig gut ausführt, das stärkt natürlich auch sein Selbstbewusstsein und es bekommt Ansehen auch von der Gemeinde. Es wird anerkannt, wird bemerkt, dass er hier die Aufgabe gut bewältigt. Anlass und Zweck des Briefes habe ich schon mal bei der Einleitung etwas erwähnt. Also Paulus hofft auf baldigen Besuch, dass er wieder zurückkehrt nach Ephesus, um Timotheus zu unterstützen. Und der Brief ist eine Art Vorsorge, falls sich sein Besuch bei ihm verzögern würde. Ja, das haben wir schon erwähnt. Der Zweck ist Aufklärung über das Verhalten in der Gemeinde, dem Bollwerk der Wahrheit. Also es ist wirklich eine Dienstanweisung an Timotheus, wie er sich als Gesandter des Apostels, als apostolischer Delegat, hat man es auch schon genannt, delegiert vom Apostel, die Gemeinde in seiner Abwesenheit zu leiten, ja, und wie er sich da verhalten soll in der Gemeinde. Und das ist auch wieder typisch für Paulus, dass er dann von der Sache dann trotzdem immer irgendwie noch eine Kurve zu Christus hinkriegt und plötzlich dann staunt über die Größe und Einzigartigkeit des Christusgeheimnisses, worauf unser Glaube ja beruht. Also kam über das Stichwort Gemeinde, wie du dich verhalten sollst, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören. Also nicht nur die Leitungspersonen, sondern auch die Gemeindeglieder. Eben das Haus Gottes ist zur Gemeinde des lebendigen Gottes. Die Gemeinde ist das Haus Gottes. Und diese Gemeinde, das Haus Gottes, dieser Stützpfeiler, das Bollwerk der Wahrheit, ist wie eine Festung, eine göttliche Festung in dieser Welt, wo die Wahrheit Gottes vorhanden ist. Und durch diese Stichworte
Gemeinde Wahrheit kommt er dann plötzlich, kleine Abschweifung, und kommt auf Christus zu sprechen. Wie groß ist diese Wahrheit? Wie einzigartig ist das Geheimnis, auf das sich unser Glaube gründet? Und dieses Geheimnis, worauf gründet sich unser Glaube? Auf Christus, sein Person und sein Werk. Und das wird hier, wahrscheinlich ist es hier ein urchristlicher Hymnus. Möglicherweise hat Paulus das gar nicht jetzt selber verfasst, sondern ist etwas, was er übernommen hat, was in der Gemeinde ein bekannter Spruch ist, vielleicht ein Liedvers oder irgendwo in einer Art in Bekenntnis Rang hat. Und das zitiert er hier wahrscheinlich. Wahrscheinlich handelt es sich hier um ein Zitat eines wahren, christlich sehr bekannten Spruches, der in der Gemeinde geläufig ist. Und worauf gründet sich unser Glaube? Er, der zu uns kam als Mensch von Fleisch und Blut, der als Sohn Gottes beglaubigt wurde durch Gottes Geist und der den Engeln erschien in seiner Macht. Er wurde verkündet unter den Völkern, im Glauben angenommen in aller Welt und im Himmel mit Herrlichkeit gekrönt. Als könnte ein Liedvers sein in der Gemeinde. Es könnte ein kurzes Mini-Glaubensbekenntnis sein in der Gemeinde, was hier zitiert wird. Und es streicht einfach heraus, dass die Einzigartigkeit des Christusgeheimnisses, dieser Christus, er kam als Mensch von Fleisch und Blut. Er war ja bei Gott, er kam auf die Erde, wurde Mensch. Er ist als Sohn Gottes beglaubigt durch seinen Geist, auch durch das, was er alles getan hat an Wundern und Werken. Dann ist er den Engeln erschienen in seiner Macht. Er wurde verkündet unter den Völkern in der Weltmission, auch durch den Dienst des Paulus. Im Glauben angenommen aller Welt, also überall, wo das Evangelium ausgestreut worden ist, sind auch Leute zum Glauben gekommen. Und im Himmel ist er mit Herrlichkeit gekrönt. Das glauben wir, sehen wir nicht, aber wir glauben es. Das Wort Gottes bezeugt ist, dass er jetzt mit Herrlichkeit schon im Himmel gekrönt ist. Also, so kommt er über diese banale Sache, was ist der Anlass und der Zweck des Briefes, kommt er in ein Lobpreis oder ein Bekenntnis, ein Christusbekenntnis hinein und ein Staunen über das Werk des Christus. Auftreten und Bekämpfung falscher Lehren. Gottes Geist sagt Glaubensabfall voraus. Der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Und das hat dann eine geistliche Komponente der unsichtbaren Welt und eine menschliche Komponente. Diese geistliche Komponente, Paulus spricht hier von irreführenden Geistern und dämonische Mächte, die hinter diesen Irrlehren stecken und die Menschen diese Gedanken und Ideen eingeben. Aber es hat auch diese menschliche Seite, dass es scheinheilige Lügner sind mit abgestumpftem Gewissen. Also diese Leute, die diese Irrlehren verbreiten, sind eben auch oft sehr problematische Menschen. Scheinheilige Lügner werden sie hier genannt. Er bringt dann Beispiele für solche falsche Lehren, ohne das näher groß auszuführen. Er erwähnt nur, das sind Dinge, die da gesagt werden von solchen Leuten. Ein Eheverbot zum Beispiel. Oder dass man auf bestimmte Speisen verzichten soll. Aus geistlichen Gründen. Ja. Wie ist dann darauf zu reagieren? Also er hat es geschildert, dass diese Irrlehren auftreten. Der Geist hat es vorausgesagt, hat eine geistliche Dimension, eine menschliche Dimension als Urheber dieser Lehren und er nimmt zwei Beispiele Lehren. Aber wie soll man diesen Lehren begegnen? Und da gibt es in den Versen 3b bis 11 weitere Anweisungen. Und er sagt, die erste Reaktion ist, erkläre die sachliche Unhaltbarkeit des Speiseverzichts. Ja. Paulus erklärt es hier, warum das nicht haltbar ist, den Christen irgendwie aufzuzwingen, dass sie bestimmte Sachen nicht essen dürfen. Ja. Also diese Leute verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, auf Speisen, die doch von Gott geschaffen wurden, sodass die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, sie mit Dankbarkeit genießen können. Also alles, was Gott wachsen lässt, und auch Tiere hat Gott auch den Menschen zur Speise gegeben, darf man mit Dankbarkeit genießen. Das kommt ja alles von Gott. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wie sollte es da verkehrt sein, etwas zu essen, was wir mit einem Dankgebet von ihm entgegennehmen?
Also wir dürfen auch ein Hühnchen mit Dankgebet essen. Wir müssen nicht vegan sein, obwohl das vielleicht sinnvoll ist. Oder man darf das auch machen, man darf vegan sein, aber man darf nicht anderen sagen, ihr müsst es auch so. Ja? Man darf alles essen. Es gibt auch keine Unterscheidung mehr im neuen Bund jetzt von reinen und unreinen Dingen. Wir dürfen alles essen, was mit Dankbarkeit empfangen wird. Die Speisen sind ja durch Gottes Wort für rein erklärt und werden durch das Gebet geheiligt. Ignoriere unheilige kindische Spekulationen. Aber manchen kann man argumentieren, da kann man erklären, warum es, dass dieses Verbot, was da manche aufstellen, falsch ist. Zum Beispiel jetzt mit diesen Speisen. Aber es gibt Dinge, da muss man nicht groß argumentieren, sondern das soll man einfach nur ignorieren. Und in Vers 7a sagt es, mit den unheiligen und kindischen Spekulationen hingegen, mit denen sich jene Leute befassen, sollst du dich nicht abgeben. Also, lass es links liegen. Ja, gib dich gar nicht damit ab. Stattdessen, also Paulus ist immer positiv auch. Ja? Also nicht die Irrlehre bis in die kleinste Kleinigkeit widerlegen und sich damit befassen intensiv, sondern ihm geht es immer darum, wo ist eine Reaktion notwendig, wo muss man auch mal was dazu sagen, aber wo kann man es einfach liegen lassen. Und es ist viel, viel wichtiger, das Positive vorzuleben. Ja? Das Positive zu lehren und das Positive zu demonstrieren. Und gerade im Blick auf diese Speisen, wo durch irgendwelche leibliche Übungen, sprich durch irgendwelche Fastenübungen, Verzichtsübungen, dann das so geistig so hochgehängt wird, sagt er, demonstriere die Überlegenheit geistlicher Übungen gegenüber solchen körperlichen Übungen, zum Beispiel Verzichtsübungen, dass man auf bestimmte Dinge verzichtet. Das ist körperlich, das ist minderwertig im Grunde genommen. Geistliche Übungen, die haben einen hohen Wert. Und den soll er demonstrieren. Ja? Er sagt, übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Nicht umsonst heißt es, den Körper zu trainieren, bringt nur wenig Nutzen. Aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich. Also den Körper zu trainieren, also Sport zu machen, Fitness, aber vielleicht auch durch asketische Übungen, ja, den Körper zu trainieren, bringt wenig Nutzen, sagt er. Aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist, sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen. Ja. Also geistliche Übungen haben großen Nutzen. Damit soll man sich befassen, nicht mit den leiblichen Übungen, die so nur geringen Nutzen haben. Die Zielorientierung ist immer, es geht um Gottes Ehre. Das ist ein wahres Wort, das vollste Zustimmung verdient. Es weist auf das Ziel hin, für das wir uns abmühen und für das wir kämpfen. Denn wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt. Ja. Hoffnung auf Gott und nicht auf Werke zu setzen. Denn er ist der Helfer und Retter aller Menschen, in besonderer Weise derer, die an ihn glauben. Also die Hoffnung auf Gott setzen. Es geht um Gott, um Gottes Ehre. Ja, diese geistlichen Übungen, der ehrt Gott, heißt es in Vers 8 noch am Ende. Ja, ja, weil dem, der Gott ehrt, auch mit diesen geistlichen Übungen, es geht um Gottes Ehre, es geht die Hoffnung auf Gott zu setzen, nicht auf Werke, auch irgendwelche Übungen oder körperliche Trainierungen. Ja. Und er sagt, lehre so und präge es den Geschwistern ein. Dann mahnt Paulus ein vorbildliches Verhalten an bei Timotheus, privat, öffentlich und auch in der Seelsorge. Vorbild sein gibt Autorität trotz Jugend. Das war ja ein bisschen das Problem von Timotheus, dass er sehr jung war und manche ihn vielleicht nicht zu ernst genommen haben. Aber er sagt hier in Kapitel 4, lehre diese Dinge und schärfe sie den Geschwistern ein. Niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Und dann zählt er einige Sachen auf, ja, wo er ein Vorbild sein soll. Ein Vorbild an der Liebe, am Glauben, an der Reinheit. Also wieder Liebe und Glaube, so Zentralthemen von Paulus. Und auch in der Reinheit, gerade als junger, unverheirateter Mann. Dann, Fokus soll auf geistliche Arbeit setzen, auf den geistlichen Dienst. Widme dich bis zu meinem Kommen,
Also Paulus rechnet bei der Abfassung des Timotheusbriefs voll damit, dass er bald auch bei Timotheus sein wird. Aber widme dich bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft, alle Konzentration, alle Kraft, all in, mit ganzer Kraft dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen und Ermutigen der Gläubigen, das ist praktisch Seelsorge, ermahnen, ermutigen, ja, ist eigentlich oft, also das Wort Parakaleo meint ermahnen, ermutigen, je nach Zusammenhang, ja, ermahnen, ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Das sind die Schwerpunkte eines pastoralen Dienstes, eines Pastors, ja, dafür sorgen, dass die Schrift bekannt wird, die Schrift muss vorgelesen werden, weil ja nicht jeder seine eigene Bibel hat und selber lesen konnte in seiner eigenen Bibel, mangels Vorhandensein der Bibel. Deswegen wurde es in der Gemeinde vorgelesen. Da war die Gelegenheit, das Wort Gottes zu hören. Ja, heute hat jeder selber Gelegenheit, das Wort Gottes zu lesen. Man müsste also darauf Acht geben als Pastor, dass die Leute die Bibel lesen. Ja. Man kann sie auch vorlesen. Sollte man auch tun im Gottesdienst, die Bibel vorlesen. Aber vor allem muss man auch darauf Sorge tragen, dass die Leute wirklich die Bibel lesen. Damals, mangels der Möglichkeit, dass jeder eine Bibel hatte, musste die Bibel intensiv immer wieder vorgelesen werden. Und dann Seelsorge, ermahnen, ermutigen und natürlich auch die Lehren. Fehlt noch, kurz noch dazu, das Wort dann auch zu lehren, auszulegen, zu interpretieren. Die Anwendung der eigenen Geistesgabe wird ermutigt. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Es wird ihm nicht gesagt, welche Gabe es eigentlich ist. Vielleicht hatte er schon eine Lehrgabe oder eine seelsorgerliche Gabe. Aber er war vielleicht ein bisschen zögerlich, die anzuwenden. Er muss immer wieder ermutigt werden, diese Gabe auch stark einzubringen. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie ja aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Das ist nicht immer so spektakulär, dass man eine Geistesgabe auf diese Weise bekommt, durch Handauflegung und eine Prophetie aber es kann natürlich auch mal so sein. Bei Timotheus war es so, dass er offenbar als sehr junger Mensch, dass das über ihn ausgesprochen wurde und er durch Handauflegung der Ältestenschaft, als er in seine Verantwortung eingesetzt wurde, als Mitarbeiter des Paulus freigesetzt wurde, dass er da dann auch ermutigt wurde, diese Gabe anzuwenden. Anwendung der eigenen Geistesgabe, Konzentration auf das Wesentliche und Achtsamkeit auf sich selbst. Konzentriere dich also ganz auf diese Aufgaben. Ja, was waren die Aufgaben? Es war Bibel vorlesen, Leute ermahnen, ermutigen, also Seelsorge und lehren. Dieser Dreiklang. Ne? Und darauf soll er sich konzentrieren. Konzentriere dich also ganz auf diese Aufgabe. Lass dich durch nichts beirren. Dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar sein. Gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Das ist die doppelte Verantwortung jedes Predigers. Er muss auf sich selbst Acht geben, auf sein Leben, wie er lebt, dass er wirklich vorbildlich lebt. Dass er nicht in Sachen verstrickt oder in Sünde fällt, sondern dass er ein Vorbild ist in seinem Lebenswandel, aber auch ein Vorbild in dem, was er lehrt. Das muss richtig sein, das muss biblisch korrekt sein, was er lehrt. Halte dich treu an all diese Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du dich sowohl selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Also, wenn er auf sich selbst Acht hat und auf die Lehre Acht hat, dass er die richtige und wahre Lehre, die gesunde Lehre bringt, dann ist es für ihn selber sehr nützlich, aber auch für die vielen, die ihn hören werden. Und dann eine ganz praktische Regel noch im Blick auf die Seelsorge, die er übt. Es gibt ja verschiedene Menschengruppen. Wenn du einen älteren Mann ermahnen musst, dann fahre ihn nicht heftig an. Also Respekt gegenüber das Alter. So rede so mit ihm, als wäre er dein Vater. Also nicht, ich habe jetzt die Position, ich bin jetzt hier Prediger, ja, jetzt kann ich dem da mal was sagen. Nein, den älteren Mann soll man wie einen Vater mit ihm reden. Jüngere Männer ermahne, aber auch nicht von oben herab, sondern wie Brüder, auf Augenhöhe. Ältere Frauen wie deine Mutter. Und jüngere Frauen wie Schwestern mit aller gebotenen Zurückhaltung.
Grundsätzlich gilt natürlich, dass Seelsorge gleichgeschlechtlich erfolgen soll. Aber wenn niemand da ist, dann muss man auch als Mann mal vielleicht einer jüngeren Frau was sagen, aber dann wie einer Schwester mit aller gebotenen Zurückhaltung. Das sind klare Hilfestellungen, wie er sie gegenüber den einzelnen Altersgruppen und geschlechtlichen Gruppen auch auftreten soll. Dann die Versorgung der Witwen, das ist so ein Spezialthema, möchte ich nur kurz behandeln. Er definiert, was einsame Witwen sind in Vers 3. Witwen, die auf sich selbst gestellt sind, die also keine Hilfe haben durch Verwandte. Dann spricht er über Witwen mit Kindern und Enkeln. Dann ist es anders zu handhaben. Wenn Kinder und Enkel da sind, die sich eben noch kümmern können über die Witwe, dann ist die Gemeinde erstmal außen vor, weil ja dann die Verwandten sich kümmern sollen um die Witwen. Und wo ist die Verantwortung der Gemeinde? Die Verantwortung der Gemeinde ist zunächst mal für die einsamen Witwen, ist ganz klar gesagt. Die Gemeinde soll nur für die Witwen sorgen, die wirklich einsam und auf sich allein gestellt sind. Ja. Also ist mal eine formale Voraussetzung. Aber es muss auch seitens der Witwe etwas kommen, damit sie auch würdig ist, dass man sie von der Gemeinde auch finanziell unterstützt. Und zwar die Verantwortung einsamer Witwen gegenüber Gott. Das ist sehr wichtig. Also generell sind nur diese einsamen Witwen, die niemanden in der Verwandtschaft haben, der sich noch kümmern könnte, die sollen auf dem Schirm der Gemeinde sein. Aber die Witwe selbst hat auch eine Verantwortung. Außerdem müssen es Witwen sein, die ihre ganze Hoffnung auf Gott gesetzt haben und sich nicht davon abbringen lassen, Tag und Nacht zu ihm zu beten und ihn um Hilfe zu bitten. Also die müssen auch selbst ein lebendiges, aktives, geistliches Leben führen, in ihrer Beziehung mit Gott leben, ihn auch bitten. Ja? Nicht nur die Gemeinde bitten, sondern müssen selber auch Gott bitten. Ja? Eine Witwe hingegen, die nur für ihre Vergnügen lebt, ist bei lebendigem Leib tot. Also es geht nicht, solche Witwen zu unterstützen, die dann nur für ihr Vergnügen leben. So Witwen, die ihre Hoffnung ganz auf Gott setzen, die fleißig beten und ihre Hilfe von Gott erwarten, die sollen dann von der Gemeinde unterstützt werden. Kriterien für die Aufnahme ins Witwenverzeichnis werden dann genannt. Eine Witwe darf erst dann in das Witwenverzeichnis aufgenommen werden, wenn sie mindestens 60 Jahre alt ist. Außerdem muss ihr Mann treu gewesen sein. Also eine Bedingung, um von der Gemeinde unterstützt zu werden. Sie muss treu gewesen sein. Außerdem und dafür bekannt sein, dass sie Gutes getan hat, zum Beispiel, dass sie Kinder aufgezogen hat, gastfreundlich gewesen ist, den Gläubigen die Füße gewaschen hat und Menschen, die in Not waren, geholfen hat. Also die sich in guter Weise betätigt hat, in der eigenen Familie, in der Kindererziehung, aber auch gegenüber anderen, gastfreundlich, Gläubigen die Füße waschen, also Hilfestellung geben und Not lindern und Dienstleistungen vollbringen. Menschen, die in Not geraten waren, geholfen haben. Also die einfach aktiv waren, positiv aktiv. Kriterien für Aufnahme ins Witwenverzeichnis. Nicht nur das Alter allein, sondern auch, dass sie vorbildlich gelebt hat. Dann der Anweisung für den Umgang mit jungen Witwen. Das ist ein besonderes Thema. Und da ist die Quintessenz dann raus, dass er sagt, also die jungen Witwen sollen nicht in das Witwenverzeichnis eingetragen werden und von der Gemeinde unterstützt werden. Das ist nicht gut, auch für die junge Witwe nicht gut. Er empfiehlt, dass junge Witwen dann doch wieder heiraten und Kinder kriegen und in Haushalt führen und dadurch ihre Aufgabe haben und nicht dadurch, dass man ihnen alles abnimmt, jetzt sie finanziell von der Gemeinde unterstützt und von allen Aufgaben entbindet. Das wäre nicht gut, auch nicht für die Witwe gut. Abgesehen davon, dass es vielleicht auch den Geldbeutel der Gemeinde überfordern würde. Aber jungen Witwen sollen wieder heiraten und nicht in das Witwenverzeichnis kommen. Offenbar war mit der Aufnahme ins Witwenverzeichnis auch das Versprechen verbunden, nicht wieder zu heiraten. Und das wäre eben das Problem, wenn dann junge Witwen sich aufnehmen lassen, dann ein Versprechen abgeben, aber dann vielleicht doch wieder einen Mann finden und wieder heiraten wollen, was ja nicht verwerflich ist. Aber das wäre dann irgendwie so ein Geschmäckle,
wenn sie vorher dann versprochen hätten, jetzt auch ledig zu bleiben, um ganz für den Herrn da zu sein und so. Und deswegen empfiehlt Paulus ganz praktisch junge Witwen, dass sie wieder heiraten sollen. Abschließende Zusammenfassung in Vers 16. Um diesen Punkt zusammenzufassen, wenn eine gläubige Frau Witwen in ihrer Familie hat, soll sie ihnen zur Seite stehen. Dadurch ist die Gemeinde entlastet und kann den Witwen helfen, die wirklich hilfsbedürftig sind. Also Konzentration auf die wirklich Bedürftigen. Sehr, sehr praktische Anweisung hier für die Versorgung der Witwen. Heute in unserer Gesellschaft, wo es Rente gibt und das alles ist eine völlig andere Situation, aber trotzdem die geistlichen Prinzipien gelten auch hier heute. Und es gibt auch viele Gesellschaften, wo es kein soziales Netz gibt, wo dann die Gemeinde das soziale Netz ist. Vorrechte und Verantwortung der Ältesten. Sie bekommen Anerkennung und Lohn, zu Recht, weil sie auch etwas Wichtiges tun. Älteste, die ihre Verantwortung für die Gemeinde so wahrnehmen, wie es sein soll, haben nicht nur Anerkennung verdient, sondern auch einen entsprechenden Lohn. Also hier ist wirklich von Geld die Rede, dass sie bezahlt werden. Ja. Besonders dann, wenn sie eine Verkündigungs- und Lehrtätigkeit ausüben als Älteste. Weil das ist sehr, sehr viel Arbeit und verschlingt sehr viel Zeit. Und dann hat man eben nicht noch die Möglichkeit, so viel Geld nebenbei zu verdienen. Und daher sollten dann diese Leute auch finanziell unterstützt werden. Also alle Ältesten sollten einen entsprechenden angemessenen Lohn haben. Besonders die aber, die in der Verkündigung und Lehre tätig sind. Also hat es einen biblischen Grund, warum wir unsere Pastoren auch bezahlen. Anklagepunkt bei Einzelklagen und das Mehrzeugenprinzip. Älteste haben auch gewisses Vorrecht, dass man nicht auf jeden Furz eingeht, wenn irgendjemand kommt und eine Klage hat. Sondern das soll grundsätzlich nicht gehört werden, wenn nur einer kommt und irgendeine Klage hat. Sondern das typische biblische Prinzip, durch zwei oder drei Zeugen Mund soll eine Sache bestehen. Und das wird auch hier bei Ältesten praktiziert. Also Vorwürfe gegen Ältesten sollen schon ernst genommen werden, aber es sollte von mindestens zwei Leuten hervorgebracht werden. Dieses Mehrzeugenprinzip, ja, sagt er hier. Weise jede Anschuldigung gegen einen Ältesten zurück, es sei denn zwei oder drei Zeugen bestätigen die Richtigkeit der Anklage. Doch wenn sich ein Ältester tatsächlich etwas zu Schulden kommen lässt, dann weise ihn vor der ganzen Gemeinde zurecht. Das heißt, dann ist auch eine öffentliche Zurechtweisung schuldiger Ältester notwendig, weil sie haben eine privilegierte Stellung, sie sind Aushängeschilder, sie stehen vorne im Blickrampenlicht und von daher, wenn sie sich fehlverhalten haben, dann muss das auch öffentlich zurechtgewiesen werden. Gegenüber Ältesten sollte man weder eine Voreingenommenheit haben, noch sie begünstigen. Das war diese Gratwanderung, ja. Weder negative Voreingenommenheit noch Begünstigung, weil sie Älteste sind, dass man ihnen dann Dinge durchgehen lässt. Sondern hier ist eine objektive Handhabung notwendig. Ja, Vers 21. Ich ermahne dich eindringlich vor Gott, vor Jesus Christus und vor den auserwählten Engeln. Also es ist sehr stark eingeleitet. Vor Gott, vor Jesus Christus, vor den auserwählten Engeln. Ganz wichtig jetzt. Ermahne ich eindringlich. Befolge diese Anweisung unvoreingenommen und ohne jemanden zu begünstigen. Ja, keine Vetterleswirtschaft in der Gemeinde, bitte nicht. Auch keine vorschnelle Amtseinsetzung. Und dann gibt es noch einen kleinen Gesundheitstipp für Timotheus, um ein bisschen Wein zu trinken, wegen seines Magens willens, der oft verstimmt ist, und seines häufigen Unwohlseins willens, weil er auch ein bisschen sich schwach fühlt. Er hatte offenbar nicht so eine starke, robuste Gesundheit. Und dann gibt Paulus noch ein paar Aussagen über offenkundige und verborgene Sünden. Ja, das ist einfach, das ist so die Realität. Manche Sünden sind offenkundig, sind sichtbar. Jeder weiß es, dass da gesündigt worden ist, dass das vorliegt bei diesen, jenen Menschen. Aber es gibt auch andere, die verborgen sind. Und da sagt er, das, was verborgen wird, wird auch ans Licht kommen. Also macht euch nicht zu viel Kopf. Bei manchen Menschen liegt es offen zutage, dass sie sündigen. Ihre Verfehlungen laufen ihnen gewissermaßen voraus. Sind schon vor dem Tag bekannt, an dem Gott Gericht hält. Bei anderen kommen sie erst durch das Gericht ans Licht. Es gibt manche Verfehlungen, die kommen hier auf Erden nie ans Licht. Aber im Gerichtstag Gottes, am Gerichtstag Gottes werden sie auch ans Licht kommen. Gott bleibt nichts verborgen. Alles wird gerichtet.
Und dasselbe trifft auch für die guten Taten zu. Also es gibt offene und verborgene Sünden und es gibt auch offene, allgemein bekannte gute Taten und manche gute Taten, die völlig im Verborgenen geschehen, die man nicht weiß, nicht sieht, aber Gott sieht es und Gott wird auch das im Gericht hervorbringen. Im letzten Kapitel kommt jetzt zu kurzen Anweisungen an christliche Sklaven. Es wird den Sklaven gesagt, also Paulus ist nicht, dass er jetzt als christliche Gemeinde versucht, gegen Sklaverei anzukämpfen, obwohl es historisch gesehen so war, dass es die Christen waren, die gegen Sklaverei angekämpft haben. Und es hat auch tief seinen biblischen Grund, warum man gegen Sklavenhaltung generell sein soll. Aber er sieht sich jetzt nicht so als Veränderer der Gesellschaft, sondern er muss mit den gegebenen gesellschaftlichen Dingen auch ein Stück weit leben. Und deswegen wird hier das Sklavendasein, was einen ganz großen Teil der Bevölkerung ausmachte damals im Römischen Reich, wird als gegeben hingenommen. Und es werden Anweisungen geben, wenn du jetzt Christ bist und als Sklave eingruppiert in der sozialen Skala, wie sollst du dich verhalten? Und hier ist eine ganz klare Anweisung. Erstens, uneingeschränkte Achtung der Herren um des Zeugnisses willen. Also immer im Hinterkopf zu haben, welche Auswirkungen hat das für das Evangelium, wie ich mich verhalte? Wer Sklave ist, soll trotz des schweren Jochs, das er zu tragen hat, das sieht er ganz nüchtern, dass es ein schweres Joch ist, das zu tragen, Sklave zu sein, seinem Herrn uneingeschränkte Achtung entgegenbringen, damit der Name Gottes und der Lehre des Evangeliums nicht in Verruf geraten. Es wäre also kontraproduktiv für die Gemeinde, wenn die Sklaven jetzt alle rebellisch und aufsässig sind. Das würde ein ganz schlechtes Licht auf die Gemeinde, auf die Lehre der Gemeinde, auf das Evangelium werfen. Und das sollte verhindert werden. Deswegen uneingeschränkte Achtung der Herren um des Zeugnisses willen. Jetzt können wir sagen, naja, mein Herr ist aber Christ. Das sieht ja anders aus. Das ist ja Bruder, ich bin auf einer Ebene mit ihm. Und da sagt Paulus klar, es gibt auch keine Ausnahme in dieser Hinsicht bei gläubigen Herren. Denn diese uneingeschränkte Achtung gegenüber auch deinem gläubigen Herrn ist notwendig um des Bruders willen. Schau es doch mal in den Augen an. Das ist jetzt nicht ein Heide, ja, und du dienst mit deiner Arbeitskraft jetzt nicht einem Heiden, dass dessen Vermögen vermehrt wird, sondern du dienst jetzt einem Bruder. Und von daher bleibt es praktisch ja im Reich Gottes. Ja. Und wer einen gläubigen Herrn hat, soll sich ihm gegenüber nicht weniger respektvoll verhalten, nur weil er sein Bruder ist, sondern umgekehrt, gerade deshalb umso bereitwilliger seine Pflichten erfüllen, denn sein Dienst kommt jemand zugute, der wie er an Christus glaubt und von Gott geliebt ist. Ich nütze ja jetzt einem Glaubensbruder mit meiner Arbeit als Sklave. Also einfach eine geistliche Sichtweise auf die Lebensverhältnisse, auf die Arbeit, die er hat. Und er sagt, das ist die apostolische Lehre, die befolgt werden soll. Ja? Paulus gibt hier ganz klar diese Anweisung. Er sagt, ja, das sind die Dinge, die du lehren und zu deren Einhaltung du die Gemeinde auffordern sollst. Ja. Also zum Beispiel, wie die christliche Sklaven sich verhalten sollen. Dann kommt er nochmal zum Thema Irrlehrer zu sprechen. Kennzeichen der Irrlehrer und Folgen der Geldgier. Typische Eigenschaften der und auch Denke der Irrlehrer werden aufgezeigt. Hochmut, Pseudowissen, krankhafte Vorliebe für Streitfragen und Wortgefechte. Und diese Streitfragen und Wortgefechte haben immer das gleiche Ergebnis. Es ist Neid, Zank, Verleumdungen, böse Verdächtigungen, endlose Auseinandersetzungen. Also es bringt praktisch gar nichts. Von daher soll man sich gleich fernhalten. Aber das ist typische Eigenschaften und Denke von Irrlehrern. Dass man das liebt, über so Dinge zu streiten und Wortgefechte zu führen. Er spricht von, dass sie verdorbenes Denken haben, weit entfernt von der Wahrheit. Weit entfernt. Kann ein bisschen näher entfernt sein, aber die sind weit entfernt von der Wahrheit. Und sie meinen, Frömmigkeit sei ein Mittel, sich zu bereichern. Frömmigkeit als Mittel, um reich zu werden, Geld zu machen. Ja, das ist schon mal ganz daneben. Also wenn Evangelisten, wenn es denen um die Kollekte geht, das ist extrem schlimm, wenn das so ist. Ja. Aber es gibt leider auch solche Beispiele, ja. Ja, dass Frömmigkeit als Mittel betrachtet wird, um reich zu werden.
Der Gewinn eines Lebens in Furcht, Ehrfurcht vor Gott und Zufriedenheit mit dem Vorhandenen, das ist das Kontrastprogramm. Eben zu diesem Reich werden wollen, sich bereichern, sagt er, also wahrer Gewinn ist eigentlich Zufriedenheit im Leben. Und es hat nichts mit materiellem Besitz zu tun, sondern Zufriedenheit mit dem Vorhandenen. Und ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott zu führen, das bringt wirklichen Gewinn. Ja. Und wer auf Reichtum aus ist, wer das zu seinem Ziel macht, der wird scheitern. Eine ganz klare, intensive Warnung vor diesem Streben nach Reichtum. Ja, heißt es in Vers 9. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Also die Geldliebe wird im Neuen Testament mindestens genauso stark getadelt wie Ehebruch. Aber trotzdem in unserer Gesellschaft ist es sehr anerkannt, Geldliebe zu haben. Und auch Christen sind von der Gesellschaft, vom Zeitgeist geprägt. Und die Liebe am Geld ist auch eine Gefahr für Christen. Und da warnt Paulus ganz stark davor, versuche nicht reich zu werden. Ne? Wer darauf bedacht ist, reich zu werden, der kommt nur in Netz von Versuchungen und kann darin zu Fall kommen. Schädliche Begierden werden geweckt, die ihm gar nicht dienlich sind. Die kann an die Leute ins Verderben stürzen. Die Geldliebe ist eine Wurzel von ganz vielen bösen Dingen. Ja. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Also es gibt einige Stellen, und das ist eine davon hier im Neuen Testament, wo ganz massiv vor der Liebe zum Geld gewarnt wird. Und ich sage immer, Geld ist für mich wie Benzin. Ich liebe Benzin nicht. Ich horte auch nicht Benzin. Aber ich brauche Benzin, um fahren zu können. Und so sollen wir auch mit Geld umgehen. Wir sollen es nicht lieben, wir sollen es nicht horten, wir sollen es benutzen. Ja, man braucht es, natürlich, man braucht es zum Leben. Aber man soll nicht sein Herz daran hängen. Denn das Geld stinkt auch wie das Benzin. Und es wird auch sehr viel Schlimmes mit Geld getan. Als Christ hast du die Chance, was Gutes mit Geld zu tun, wenn du es tust. Ja. Wenn du es nur anhäufst für dich, ist es auch schon wieder nichts Gutes. Ja. Also wer auf Reichtum aus ist, wer das zu seinem Ziel macht, der wird scheitern, auch im Glauben scheitern. Glauben heißt kämpfen. Wir kommen zum Schluss. Halt dich fern von Irrlehre und Geldgier. Nochmal, Geldgier ist ein wirkliches Thema. Nimm stattdessen geistliche Ziele in den Blick. Vers 11, dein Ziel soll etwas anderes sein, nicht Geldgier, sondern ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, von Glauben und Liebe, wieder diese zwei, Glauben und Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Ja. Das sind die geistlichen Ziele, die ein Christ im Auge haben soll, den er nachjagen soll und nicht diese materiellen Dinge, Geld zu haben. Kämpfe den guten Kampf und erringe den Siegespreis. Ja, das hängt zusammen. Ohne Kampf kein Preis. Ja. Denk an dein öffentliches Glaubenszeugnis. Du hast damals dich klar zu Jesus Christus und auch zu mir bekannt. Daran soll er immer wieder sich erinnern. Und Paulus beschwört Timotheus nochmal eindringlich, seinen Auftrag, den er als Prediger in Ephesus hat, zu lehren, zu ermahnen, zu ermutigen, ja, Schrift vorzulesen, diesen Auftrag auch den Irrlehrern zu wehren, ja, diesen Auftrag wirklich zu erfüllen. Und er schließt mit einer Schlussdoxologie, mit einem Lobpreis Gottes, wie wir vorhin schon mal gehabt haben, wo er zu einem Lobpreis aus hineingekommen ist, so auch hier. Das wird Gott zu der von ihm bestimmten Zeit geschehen lassen. Also die Wiederkunft Jesu, ist von der Wiederkunft Jesu die Rede, wo dann abgerechnet wird, wenn Jesus wiederkommt. Und die Wiederkunft Jesu, das wird Gott zu der von ihm bestimmten Zeit geschehen lassen. Er, der vollkommene und alleinige Herrscher, der König über alle Könige und der Herr über alle Herren. Er, der als einziger Unsterblichkeit besitzt und der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Er, den kein Mensch je gesehen hat
und den kein Mensch je sehen kann, ihm gebühren Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Ein wunderbarer Lobpreis Gottes durch Paulus hier. Der letzten Verse behandeln jetzt noch ein Thema: mit Reichtum richtig umgehen. Er hat ja schon vielfach gegen diese Geldliebe angeredet. Und jetzt spricht er positiv: wie soll man umgehen, wenn Gott uns Reichtum geschenkt hat, wenn wir zu Geld, zu Reichtum, Wohlstand gekommen sind. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben. Und die Bibel sagt in den Sprüchen: fleißige Hand macht reich. Das heißt, wenn du fleißig bist, kommst du auch zu einem gewissen Wohlstand. Ja. Es ist Gesetz von Saat und Ernte. Ja. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, schärfe ihnen ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen. Sehr schön, dass der Reichtum gut eingeordnet wird hier. Als etwas, was sehr unbeständig ist. Der kann nämlich auch wieder gehen. So wie er gekommen ist, kann er auch plötzlich mal schnell wieder weg sein. Das heißt, nicht überheblich werden, wenn du wohlhabend bist. Deine Hoffnung auf keinen Fall auf diesen Besitz stützen oder setzen, auf Reichtum setzen, sondern Hoffnung immer nur auf Gott setzen. Und Reichtum ist Verantwortung. Mit Reichtum sollst du Gutes und kannst du Gutes tun. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Also Gutes tun, großzügig sein, freigebig zu teilen, den Besitz zu teilen. Das ist tatsächlich so, es vermehrt sich im Grunde genommen dein Besitz. Aus der geistlichen Perspektive vermehrt sich das, wenn du es teilst. Ja. So wie geteiltes Leid halbes Leid ist und geteilte Freude doppelte Freude ist, so ist auch geteilter Reichtum doppelte Freude und doppelter Reichtum. Ja. Weil du da was Gutes tust, was im Himmel registriert wird und was Gott dir auch wieder gibt. Nicht unbedingt auch hier auf dieser Erde, aber in der Endabrechnung wird das alles zählen. Das sind alles Punkte im Himmel, auf dem Himmelskonto, Einzahlung aufs Himmelskonto, wenn du mit deinem Reichtum was Gutes tust und es teilst. Solche Taten sind eine gute Kapitalanlage für die Zukunft und führen zum ewigen Leben. Also auf unserem Weg in das ewige Leben, der soll gepflastert sein, dieser Weg, mit guten Taten und zum Beispiel auch mit unserem Geld, mit unserem Wohlstand, das, was wir haben, dass wir da Gutes tun, es teilen. Und selbst Leute, die am Existenzminimum in Deutschland leben, sind gemessen im Weltmaßstab wohlhabend. Ja. Also ein Hartz-IV-Empfänger hat in Deutschland einen höheren Lebensstandard als ein durchschnittlicher Türke, habe ich jetzt gelesen. Ja. Also es ist so. Und wir sind reich. Soll ich sagen, ja, reich sind nur die da oben. Nee, wir sind reich, weil wir wirklich Überfluss haben. Und deswegen sollen wir das Gutes damit tun, es teilen und das ist eine gute Kapitalanlage für die Zukunft, wie es hier in Vers 19 heißt. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, dass man also freigebig ist, Gutes tut, den Besitz teilt, wenn der Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Weil wir dann einfach die geistliche Orientierung haben. Die letzten Verse des ersten Timotheusbriefes sind Kapitel 6, Vers 20 bis 21. Und nochmal wiederholt Paulus, was er schon öfter gesagt hat: bewahre das dir anvertraute Gut. Es ist das Evangelium, was ihm anvertraut ist, das soll er unverfälscht bewahren. Wehre das unheilige leere Geschwätz der Irrlehrer mit ihren vermeintlichen Gnosis ab. Gnosis, Wissen, Erkenntnis. Heißt es griechisch, ja, Erkenntnis. Diese Irrlehrer meinen, eine besondere Erkenntnis zu haben, eine tiefere Erkenntnis. Aber in Wahrheit ist es falsche Lehre. Und das ist dann im zweiten Jahrhundert tatsächlich intensiv als komplettes Lehrsystem ausgebildet worden, im sogenannten Gnostizismus. Das ist also eine sehr verbreitete Lehre dann geworden. Aber hier im ersten Jahrhundert gibt es bereits Anfänge davon, von dieser Gnosis, wo das Erkennen einen besonderen Stellenwert bekommt und mit ganz seltsamen
Verdrehungen und Lehren einhergeht. Habe jetzt keine Zeit noch jetzt über die Gnosis mich auszulassen. Es ist ja auch ein Vorläufer dieser Gnosis erst im ersten Jahrhundert. Und Paulus sagt, diese Gnosis, dieses Erkennen, diese Erkenntnis, was diese Irrlehrer da verbreiten, das ist gefährlich. Kapitel 20, Vers 1. Schon manche, die sich auf diese Lehre eingelassen haben, sind vom Weg des Glaubens abgekommen. Nicht alle zwangsläufig, aber manche sind auch ganz vom Glauben abgekommen. Ja, die haben das nicht nur ein bisschen integriert, sondern sind ganz vom Glauben abgekommen. Und Paulus schließt seinen Brief, wie er das in allen Briefen tut, mit einem Gnadenzuspruch. Und das ist eigentlich immer der gleiche Text, fast wie so ein Erkennungsmerkmal von Paulus. Die Gnade Gottes sei mit euch allen. Also er schreibt zwar an Timotheus, aber durch Timotheus schreibt er auch an die Gemeinde in Ephesus, wo er ja jahrelang gedient hat. Und so wird das, was er den Timotheus schreibt, ja auch in der Gemeinde in Ephesus bekannt. Und deswegen die Gnade, Gottes Gnade sei mit euch allen, nicht nur mit dir, sondern auch mit denen du zu tun hast in der Gemeinde. Das ist sein Wunsch. Und so schließt er eigentlich alle seine Briefe, dass er auf die Gnade Gottes verweist, die er selber in seinem Leben so übermäßig erfahren hat.